Das Weiße Haus in Washington, der Sitz des mächtigsten Mannes der Welt, des Präsidenten der USA. Alle 4 Jahre entscheidet sich neu, wer wird hier einziehen. Die amerikanischen Wahlkämpfe sind seit langem ein Modell für die Demokratien der Welt. Hier werden Standards gesetzt und hier gab es immer wieder Wendepunkte. Good evening. Vom ersten Fernsehduell bis zum Milliarden-Dollar-Business. Von der Home-Story bis zur Schmutzkampagne. Vom Hausbesuch bis zum Internet. Immer wieder wurden in den Präsidentschaftswahlkämpfen der USA neue Methoden entwickelt. Und immer wieder gab es Überraschungen. Von Kennedy bis Obama. Jeder Wahlkampf hatte seine eigene Geschichte. Senator John F. Kennedy. Yes, we can. President. 1960 geht die zweite Amtszeit von Präsident Eisenhower zu Ende. Gesucht wird ein Nachfolger. Zwei Kandidaten treten gegeneinander an, die in die Geschichte eingehen werden. Richard M. Nixon, Republikanische Partei, ist bereits Vizepräsident. John F. Kennedy, Demokratische Partei, ist ein unbekannter Senator. Aber er hat einen reichen Vater. Und seine Geschwister bilden eine schlagkräftige Wahlkampforganisation. Kennedy stand in dieser Wahl für Wechsel und Nixon für Kontinuität. Kennedy hatte mit Jacqueline eine sehr junge, attraktive Frau. Und das alles signalisierte in den frühen 60er Jahren Aufbruch in eine andere Zeit. Nixon war, um ein Klischee zu zitieren, etwas verspannt. Und man sah es ihm an. Er schien sich in seiner Haut nicht recht wohl zu fühlen. Nixon hat aber auch einen Pluspunkt. Er ist Vizepräsident. Er hat die Welt bereist und sogar in Moskau mit Nikita Khrushchev gesprochen. Nixon versucht, die Außenpolitik zum beherrschenden Thema des Wahlkampfs zu machen. Nixon war seit 8 Jahren Vizepräsident, eine nationale Größe. Er hatte aus diesem Amt wohl mehr gemacht als jeder Vizepräsident vor ihm. Deshalb galt er bei den Republikanern seit langem als natürlicher Nachfolger. Nixon macht endlose Wahlkampfreisen, mehr als sein Gegenkandidat Kennedy. Er hält Reden, schüttelt Hände. Neben Allianzen mit Interessengruppen und Verbänden steht die persönliche Ansprache im Mittelpunkt. Durch Wahlkampfhelfer, Profis und Freiwillige und durch den Kandidaten selbst. Der Wahlkampf war damals noch ganz persönlich. Man musste den Kandidaten begegnen. Auftritte, die durch Radio- oder Zeitungsanzeigen bekannt gemacht werden, geben Gelegenheit dazu. Und dann beginnt ein neues Medium, die Hauptrolle zu spielen. 1960, als Kennedy gegen Nixon antritt, haben schon rund 90% der amerikanischen Haushalte einen Fernseher. Die Politik kommt ins Wohnzimmer und mit ihr die Wahlwerbespots. A man for president who's seasoned through and through, but not so doggone seasoned that he won't try something new. A man who's old enough to know and young enough to do. Well, it's up to you. Die Spots sollen vor allem eines: den Zuschauern immer wieder den Namen des Kandidaten einhämmern. Kennedy
Kennedy galt ein wenig als Leichtgewicht, als Playboy, ein hübscher Kerl, der die Damen mochte, Sie wissen schon. Ein paar Gesetzentwürfe trugen seinen Namen, aber er galt im Senat nicht gerade als großer Gesetzgeber. Richard Nixon dagegen stellt seine internationale Erfahrung in den Mittelpunkt seiner Fernsehwerbung, ganz traditionell vorgetragen. What is the most important issue confronting the American people in this election campaign? There's no question about the answer that I have found in traveling all over this nation. Above everything else, the American people want leaders who will keep the peace without surrender for America and the world. Vote for Nixon and Lodge, November 8th. Nixon setzt auf seinen Amtsbonus als Vizepräsident. Und genau dort findet Kennedys Wahlkampfteam einen Schwachpunkt zum Angreifen. Denn schließlich war Nixon immer nur der zweite Mann. Every Republican politician wants you to believe that Richard Nixon is, quote, experienced. They even want you to believe that he has actually been making decisions in the White House. But listen to the man who should know best, the President of the United States. A reporter recently asked President Eisenhower this question about Mr. Nixon's experience. I just wondered if you could give us an example of a major idea of his that you had adopted in that role as the decider and final... If you give me a week, I might think of one. I don't remember. Because... President Eisenhower could not remember, but the voters will remember. For real leadership in the 60s, help elect Senator John F. Kennedy president. There's a fine line about... Für den negativen Wahlkampf gibt es eine feine Grenze. Manchmal funktioniert es und deshalb wird es schließlich gemacht. Aber manchmal gehen die Angriffe zu weit. Und dann kehrt es sich um und richtet sich gegen den Angreifer. Es gibt dafür keine allgemeingültige Regel. Kennedy ist umstritten, weil das Geld seines Vaters ihm den Weg zu ebnen scheint. Aber er verbreitet Aufbruchstimmung. Und er kann gut reden. Seine griffigen Formulierungen werden von den Medien im ganzen Land verbreitet. We stand today on the edge of a new frontier. The frontier of the 1960s. The frontier of unknown opportunities and perils. The frontier of unfilled hopes and unfilled threats. Kennedy and his wife have a two-year-old daughter, Caroline. And Mrs. Kennedy is currently expecting the birth of a second child. Kennedy ist der erste Kandidat, der seine Familie vor der Kamera auftreten lässt. Das Kennedy-Team produzierte einen Spot mit Jacqueline Kennedy, die Kinder auf dem Schoß hat, um zu zeigen, dass Kennedy nicht zu jung war und dass sein junges Alter positiv war, nicht negativ. Das Fernsehen revolutioniert den Wahlkampf. Die Debatte der beiden Kandidaten, live gesendet, erreicht 70 Millionen Zuschauer. Etwas Vergleichbares gab es in der Geschichte noch nie. The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. Das Fernsehzeitalter begann eindeutig 1960 mit den ersten Fernsehduellen zwischen Nixon und Kennedy. Kennedy kam aus einer sehr wohlhabenden Familie, war auf den besten Universitäten und wirkte sehr selbstsicher. Nixon dagegen hatte schon seinen Ruf als Tricky Dick. We find that the prices you pay went up five times as much in the Truman administration as they did in the Eisenhower administration. What's the net result? Nixon schlägt sich gut. Dass am Ende vor der Fernsehkamera ganz andere Dinge zählen als sein vorbereiteter Text, überrascht wohl niemanden mehr als ihn selbst. Man fragte ihn vor der Debatte, ob er Make-up will. Er hörte, wie Kennedy dieses Angebot ablehnte. Aber Kennedy kam aus dem Urlaub, war braun gebrannt und sah sehr gesund aus. Beide Seiten versuchten, die Studiotemperatur unter Kontrolle zu bringen. Zuletzt hat sie jemand von der Kennedy-Seite eingestellt.
Nixon neigte zum Schwitzen. Im heißen Scheinwerferlicht und durch die Manipulation des Kennedy-Teams schwitzte Nixon die ganze Zeit und wirkte dadurch irgendwie schuldig. John F. Kennedy wäre ohne das Fernsehduell nie Präsident geworden. Und wenn Nixon nicht so geschwitzt hätte. Manchmal ist es so simpel. Er hatte den berühmten 5-Uhr-Schatten, den Bartwuchs, der durchschimmert. Er sah furchtbar aus. Blass, abgezehrt und unrasiert. Und Kennedy wirkte elegant und cool. Schien alles unter Kontrolle zu haben. So gesehen hat Nixon das Duell schon verloren, bevor das erste Wort gesprochen war. Smith, Senator Kennedy. The things that Senator Kennedy has said, many of us can agree with. Das Fernsehen verändert den Wahlkampf und die ganze Politik. Nur Kennedy und sein Team zeigen sich dem wirklich gewachsen. Interessanterweise fanden die Radiozuhörer, dass Nixon besser abgeschnitten hat als Kennedy. Aber die Fernsehzuschauer fanden Kennedy besser. Ich glaube, das war der Moment, als wir erstmals die Macht des Fernsehens in Präsidentschaftswahlkämpfen bemerkt haben. Der Kandidat, der allein durch die Körpersprache als warme, freundliche oder smarte Persönlichkeit ankommt, kann damit den Wahlausgang beeinflussen. Das ist einfach eine Tatsache des Lebens. Washington hat einen neuen Präsidenten. Das TV-Duell macht den Sieger. Kennedy ist einer der jüngsten Präsidenten der amerikanischen Geschichte, der Vertreter einer neuen Generation. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. John F. Kennedy wird der erste Präsident des Medienzeitalters. Die Film- und Fernsehkameras, die seine Amtseinführung festhalten, sind aber erst der Anfang einer Entwicklung, die alle Demokratien der Welt tiefgreifend verändern wird. Der nächste Wahlkampf läuft an. Kennedy will für seine Wiederwahl Stimmung machen, Spenden sammeln und die Demokratische Partei der Südstaaten hinter sich vereinen. Schaulustige sind in Dallas auf den Beinen. Am 22. November 1963 wird Kennedy ermordet. As a result of the Kennedy assassination, then durch die Ermordung Kennedys hat sich die Berichterstattung über den Präsidentenwahlkampf völlig verändert. Danach haben sie Reporter mitgeschickt. Und Fernsehteams fuhren mit den Kandidaten durchs ganze Land. Within 2 hours, Lyndon Baines Johnson had taken the oath of office and the command of a nation in shock and grief. Vizepräsident Lyndon B. Johnson rückt auf als neuer Präsident der USA. Er will jetzt auch vom Volk gewählt werden. Schon wenig später beginnt der Wahlkampf. The following is a pre-recorded, paid political announcement. In seiner Wahlwerbung bezieht sich Johnson auf die Ermordung Kennedys. Er trifft damit die Stimmung des Landes, das noch lange unter Schock steht. Aber natürlich will er auch von Kennedys Popularität profitieren. We have suffered a loss that cannot be waived. I will do my best. That is all I can do. I ask for your help and God's. In the dark days of last November, President Johnson expressed the nation's purpose in 3 simple words. Let us continue. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. Johnsons Gegenkandidat heißt Barry Goldwater.
ein extrem konservativer Republikaner, der sogar über den möglichen Einsatz von Atomwaffen spricht. Johnson führt in den Umfragen während des gesamten Wahlkampfs mit großem Abstand. Sein Wahlkampfteam entdeckt etwas Neues, wie Fernsehen Emotionen wecken kann. Zum Beispiel Angst, wie in dem bis heute bekanntesten aller amerikanischen Wahlspots. Nur Johnsons Stimme ist zu hören. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other, or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. Der berühmte Gänseblümchen-Spot von 1964, den Johnson sehr wirkungsvoll einsetzte, suggerierte, dass Barry Goldwater nach seiner Wahl im Vietnamkrieg Atomwaffen einsetzen würde. Das war schon ziemlich schmutzig. Viel schmutziger geht es nicht. Erstaunlich an dem Wahlspot ist, dass der Name Barry Goldwater gar nicht fällt. Und der geniale Medienberater Tony Schwartz, der dahinter stand, sagte, dass Werbung nicht wirkt, wenn sie Wähler von etwas überzeugen will, sondern wenn sie sie an etwas erinnert, das sie schon wissen. Der Spot wird nur einmal gezeigt, aber er löst wütende Proteste der Republikaner aus. Über die wird dann wieder berichtet. So sind die 60 Fernsehsekunden noch lange in allen Medien präsent. Das war so schockierend, dass es für sich schon wieder Nachrichtenwert hatte. Seitdem haben wir das immer wieder erlebt. Aber damals gab es zum ersten Mal so breite Resonanz. Johnson hat Erfolg damit. Aber am Ende seiner ersten gewählten Amtszeit verzichtet er darauf, wieder anzutreten. Zur allgemeinen Überraschung. Seine eigene Partei hat ihn dazu gedrängt, denn er hat einen Krieg zu verantworten, der extrem unpopulär ist. ...1968. Der Vietnamkrieg ist eskaliert. Jeden Tag sterben hunderte Menschen, darunter viele junge Amerikaner. Vietnam wurde zum Thema. Plötzlich. Einfach so. Es war das Thema, bei dem sich die Kandidaten voneinander absetzten. Nixon sagte, ich werde den Krieg beenden. Ich habe einen Friedensplan, den ich nach der Wahl vorstellen werde. Robert Kennedy, der Bruder des ermordeten John F. Kennedy und ehemaliger Justizminister, hatte gute Chancen, als Präsidentschaftskandidat der Demokraten aufgestellt zu werden. Auch er fällt einem Attentat zum Opfer. Statt Robert Kennedy kandidiert jetzt Hubert Humphrey. Er war schon Vizepräsident unter Johnson. Nach Robert Kennedys Ermordung startet er erst spät ins Rennen um die Präsidentschaft. Die große Überraschung ist der Kandidat der Republikaner, Richard Nixon. Der Mann, der vor 8 Jahren vergeblich gegen den unbekannten Kennedy angetreten war. Sein Abschied von der Politik schien schon beschlossene Sache zu sein. Er hatte schon 1960 die Wahl verloren und sich dann vergeblich um die Wahl zum Gouverneur von Kalifornien bemüht. Ich dachte, wie die meisten. Bye-bye, Richard Nixon. And we were wrong.
Wir haben uns geirrt. Und heute ist es ein Glaubenssatz in der amerikanischen Politik, dass man nie politisch tot ist. Wenn Richard Nixon ein Comeback schafft, dann kann es jeder schaffen. If Richard Nixon can come back, anybody can come back. Nixons Gegner Humphrey versucht, an den Erfolg von Johnsons Fernsehspot mit der Atombombe anzuknüpfen. Do you want Castro to have the bomb now? Do you want any country that doesn't have the bomb to be able to get it? Of course you don't. Let's stop the spread of the bomb now. Humphrey. There is no alternative. Auf dem demokratischen Nominierungsparteitag in Chicago gibt es heftige Konflikte zwischen den Flügeln der Partei. Humphrey kann sich nur mit Mühe durchsetzen. Und draußen in der Stadt eskalieren die Proteste der Vietnam-Gegner. Die Gewalt in Chicago nützte den Republikanern. Richard Nixon trat als Law-and-Order-Kandidat auf und mit Andeutungen, dass er einen Weg aus Vietnam heraus wüsste. Das kostete ihn bekanntlich noch Jahre und viele Proteste. Es gab aber 1968 so eine Stimmung, dass das Land außer Kontrolle ist. Die Republikaner und Nixon haben das ausgenutzt. In einem sehr umstrittenen Wahlspot von Nixon werden Bilder von Humphrey neben die Gewalt in Chicago gestellt. Kein Sprecher sagt etwas dazu. Das Publikum ergänzt selbst. Humphrey, Gewalt während des Parteitags in Chicago. Humphrey ist verantwortlich dafür. Das Assoziative am Fernsehen wird ausgenutzt. Das war 1968 auf der Höhe der Zeit. Professionell produziert, kraftvoll. Vor allem die rebellische Jugend scheint den inneren Frieden zu bedrohen. Nixon spielt raffiniert darauf an. American youth today has its fringes, but that's part of the greatness of our country. I have great faith in American youth. The youth of today can change the world. I think that we're going to go forward to a great age for all the people in the world. Die Nixon-Wahlkämpfer appellieren an eine Sicht der Jugend, die dem Selbstbild der Jugendkultur entgegengesetzt ist. Sie wenden sich an die Älteren und sagen, ihr braucht keine Angst vor der Jugend zu haben. Wenn ich Präsident bin, wird alles gut. Die jungen Leute in dem Spot sind glücklich. Sie lächeln in sonniger Umgebung. Sie randalieren nicht und protestieren nicht gegen den Krieg. Viele junge Leute helfen freiwillig im Wahlkampf mit. Hausbesuche waren schon immer ein wichtiges Mittel, um die Bürger überhaupt in die Wahllokale zu bringen. Aber um die Massen in Bewegung zu setzen, stellen sich die Wahlkampfteams immer professioneller auf. 1968 ist das Jahr, in dem immer mehr professionelle Berater in den Präsidentschaftswahlkämpfen auftauchen. Es gibt jetzt Leute, die sagen, ich bin Wahlkampfberater. Sie sind spezialisiert, veranstalten Umfragen und Testgruppen, wissen, was die Leute hören wollen und produzieren maßgeschneiderte, vorab getestete Werbung. Das bedeutet das Wort Spin-Doktor. Vor allem Nixons Republikaner führen vor, was die Professionalisierung des Wahlkampfs bedeutet. Der Nixon-Wahlkampf war perfekt organisiert. Bei Nixon kam man ins Hotel. Die Koffer standen schon vor der Zimmertür, wenn man ankam. Alles war auf die Minute organisiert. Am nächsten Morgen lag die Zeitung vor dem Hotelzimmer. The newspaper would be in front of your hotel room the next morning. Der Humphrey-Wahlkampf war ein Desaster. Alle Koffer standen unten in der Halle. Wir gehen in unsere Zimmer und warten. Die Koffer kommen nicht. Wir gehen runter und hören, die Hotelpagen fassen die Koffer nicht an. Denn das letzte Mal, als Humphrey hier war, haben sie kein Trinkgeld bekommen. They didn't tip them.
Nixon lehnt es ab, gegen Humphrey live im Fernsehen zu debattieren. Seine Berater achten darauf, dass er nur in kontrollierbaren Situationen auftritt. Stattdessen lässt er Befragungen inszenieren, sogenannte Town Hall Meetings. Nixon hielt eine Reihe von Town Hall Meetings ab. Und da gab es ein Podium. Eine Hausfrau, ein Klempner, ein Arzt, ein afroamerikanischer Taxifahrer. Und wir von den Medien haben recherchiert, ob Nixons Leute das Podium nicht manipuliert hatten. Also, saßen auf dem Podium Nixon-Anhänger? Wir haben nie etwas herausgefunden. Erst nach zwei oder drei solchen Veranstaltungen haben wir gemerkt, dass wir an der falschen Stelle suchen. Das Nixon-Team hatte nämlich das Publikum manipuliert. Sie haben 400 oder 500 begeisterte Nixon-Anhänger angekarrt. Die Fragen aus der Podiumsdiskussion waren ganz vernünftig, manchmal sogar sehr kritisch. Aber das Publikum hat auf alles, was Nixon sagte, so positiv reagiert, dass es aussah, als ob Nixon einen brillanten Auftritt hätte. Die Sendezeit dafür wird als Werbefläche eingekauft. Das treibt die Kosten in die Höhe. Die Kosten der Präsidentschaftswahlkämpfe sanken zunächst bis 1960. Dann stiegen sie 1964 etwas an. Und 1968 gingen sie steil nach oben und stellten einen neuen Rekord auf. Kurz nach dem Wahlkampf erscheint ein Buch mit dem Titel The Selling of the President, etwa wie man einen Präsidenten verkauft. Verpackung ist für Präsidentschaftswahlkämpfe zentral, ebenso wie für jede Firma, die eine Markenidentität schaffen will. Da gibt es keinen Unterschied, außer dass man jemanden in das höchste Amt der USA wählt. Nixons Strategie ist erfolgreich. Er gewinnt die Wahl 1968. Nach 8 Jahren haben die Republikaner das Weiße Haus wieder gewonnen. 1972 wollen sie es verteidigen. Es gibt neue Sorgen. Die Wirtschaft macht Probleme. Hohe Inflation, steigende Arbeitslosigkeit. Und Nixons größtes Problem? Er hat versprochen, den Vietnamkrieg zu beenden. Bisher erfolglos. Seine Zustimmungswerte in den Umfragen sinken zunächst. In der 72er-Wahl konnte Nixon eine seiner Stärken ausspielen. Er hatte nämlich ein recht gutes Verständnis von Geopolitik. Kurz vor Beginn der heißen Wahlkampfphase schreibt Nixon Weltgeschichte. Als erster Staatsmann des Westens trifft er Mao Zedong, den kommunistischen Diktator. Willkommener Nebeneffekt: Nixon ist in allen Medien. Man nimmt ja nicht 110 Reporter und Techniker mit, wenn man das unter den Deckel halten will. Er nahm uns alle mit, weil er breite, detaillierte Berichterstattung wollte. Damit ergibt sich zugleich ein neuer Ansatzpunkt für Nixons Wahlkampagne. Die Fernsehnachrichten, die ins Wohnzimmer kamen, und die Live-Berichterstattung, die manche Kanäle schon hatten, wurde durch Wahlwerbung noch verstärkt. In diesem Wahlkampf wurden Nachrichten und Wahlwerbung erstmals so verzahnt, dass sie sich gegenseitig verstärkt haben. The trip to China has indeed fulfilled its purpose. The beginning of a relationship between the two great powers. If the entire trip were to be reduced to this one handshake, it is worth it for that alone. President Nixon has opened the door. Now the work must continue. Beliebt sind auch sogenannte Straßenumfragen. I think President Nixon is terrific. I think the president is doing a fine job and has taken his job very seriously. You better believe it. I am going to vote for President Nixon. America needs President Nixon, and he needs you.
Bis die Antworten so leicht und spontan aufgenommen sind, ist harte Arbeit erforderlich. Okay, I wonder if you could answer me that once again, but a little tighter, a little shorter. What do you think of President Nixon as a president? Start it again, since the president's been in power. No, that's not. The president said he's going to bring home the troops from Vietnam. Right. All right, let me ask you that again, see if you can make it a little bit tighter. Want to do it once again? How would you like me shorter, to say it? Just shorter. Just try it again. Show me again. Tell me. No. I don't know how to say it. Forget it. How can you say it shorter? Yeah. All right, now do the same thing and look right at the camera when you do it. You better believe it. I am going to vote for President Nixon. Thanks very much. That's great. Die nachwachsende Generation stellt die Werte des Hardliners Nixon immer mehr in Frage. Das ist die Klientel des demokratischen Gegenkandidaten George McGovern. McGoverns Nominierung kam überraschend. Anfangs hatte niemand an ihn gedacht. Aber die Demokratische Partei war über Vietnam zerstritten. Und als einer der stärksten Antikriegskandidaten konnte er sich durchsetzen. I accept your nomination with a full and grateful heart. Aber die Demokraten rückten dadurch nach links und in der Mitte blieb viel Platz für Richard Nixon. McGovern besucht junge Vietnam-Veteranen im Lazarett und macht daraus einen Wahlkampfspot. Im neuen Stil gedreht, mitten im Geschehen. I benefited from the GI Bill of Rights at the end of World War II. I was able to go to Northwestern University. I went through and got a PhD at the government's expense. But I'd been a combat bomber pilot for 3 years. Nixon dagegen greift McGoverns antimilitärische Haltung an. He would cut the Marines by one third, the Air Force by one third. He'd cut Navy personnel by one fourth. He would cut interceptor planes by one half, the Navy fleet by one half, and carriers from 16 to 6. President Nixon doesn't believe we should play games with our national security. He believes in a strong America, to negotiate for peace from strength. Nixons Popularität steigt wieder. Seine Strategie scheint aufzugehen. Richard Nixon und seine Leute begingen die furchtbarste Selbstzerstörung, die ich in der amerikanischen Politik kenne. Nixon hätte die Wahl sowieso haushoch gewonnen. Aber dann geschieht etwas Unvorhersehbares. Ein Einbruch in der Wahlkampfzentrale der Demokraten im Watergate-Gebäude. Die Motive sind zunächst unklar. Sicher ist, die republikanischen Wahlkämpfer greifen zu kriminellen Mitteln. Why did it happen? Warum ist es geschehen? Zum Teil wegen Nixons Unsicherheit. Als mir das Ausmaß alles dessen klar wurde, was ziemlich spät der Fall war, rief ich einen alten Mitstreiter Nixons an, der unter Eisenhower Berater gewesen war, und fragte ihn, wie konnte das geschehen? Und er sagte, irgendein Dummkopf ging ins Oval Office und dann tat er, was man ihm sagte. Nixon war von John F. Kennedy besessen. Und er war überzeugt, teilweise zu Recht, dass die Kennedys auch mit schmutzigen Tricks gearbeitet hatten. Und er war entschlossen, sich auf diesem Schlachtfeld nicht übertreffen zu lassen. Nixons Wahlkampfmitarbeiter dachten, die Demokraten hätten Material über Nixons Bruder gefunden, das Hinweise auf unsaubere oder illegale Geschäfte enthielt. Sie wollten wissen, was die Demokraten in der Schublade hatten. Das war mindestens ein Motiv für den Einbruch beim Demokratischen Nationalkomitee. And so the idea of getting bei der Idee, sich Ex-Agenten der CIA für Einbrüche und Abhöraktionen und so weiter zu holen, dachte er, er hebt das Vorbild Kennedys nur auf eine neue Stufe.
taking the Kennedy example and raising it to a new level. Journalisten der Washington Post recherchieren intensiv, wer dahinter steckt und welche Ausmaße die schmutzigen Tricks hatten. A whole constellation of activities. Es war ein ganzes Bündel von Aktivitäten. Manche für sich genommen legal, aber im Prinzip verfassungswidrig. Manche auch illegal, indem die Befugnisse des Präsidenten, des Außenministers und des Nationalen Sicherheitsberaters für Zwecke missbraucht wurden, für die sie nicht gedacht waren. In einer kleinen Gruppe des Nixon-Lagers gab es so eine Haltung, wir gegen die. Es wurde eine Feindesliste aufgestellt. Ich empfinde meinen Leben lang Scham, dass ich entweder zu jung war oder als außenpolitischer Korrespondent mit all dem zu wenig zu tun hatte, sodass ich es nie auf diese Feindesliste geschafft habe. Durch Watergate kommen auch die Wahlkampfspenden auf die politische Tagesordnung. Man spricht von 25 Millionen Dollar für Nixon. Wie so oft, ein dummer Zufall steht am Anfang. Als diese Leute im Hauptquartier der Demokratischen Partei festgenommen wurden, hatten sie haufenweise 100-Dollar-Scheine mit fortlaufenden Nummern bei sich. Und für das FBI war es nicht schwer, das zu einem Wahlkampffonds zurückzuverfolgen, der nicht vorschriftsmäßig registriert war. Damit wurde die Wahlkampffinanzierung Teil eines größeren Skandals. Es begann mit schmutzigen Tricks. Aber dann war das Thema, dass es Spenden aus der Wirtschaft gab und wirklich große Spenden von reichen Einzelpersonen. Und das alles im Geheimen. Nixons Wahlwerbung zeigt ungerührt eine heile Welt. Er wird schließlich mit über 60% der Stimmen wiedergewählt. Doch bald darauf verdichtet sich der Verdacht, dass er hinter den Watergate-Machenschaften steckt. Nixon streitet alles ab. I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. Die amerikanische Öffentlichkeit war gegenüber dem Präsidenten sehr vertrauensselig. Als Nixon sagt, es ist nicht passiert, ich bin nicht verstrickt, ich bin der Präsident der USA, ich fahre nach China und Russland, da glaubt man ihm. Wenn heute das Gleiche passieren würde, wäre man bereit zu glauben, dass er zu jeder Schandtat fähig ist. Für den 8. August 1974 hat das Weiße Haus eine wichtige Rede Nixons angekündigt. Die ganze Welt hat erfahren, welcher Abgrund des Bösen die Regierung und das Weiße Haus erfasst hatte und die Präsidentschaft von Richard Nixon. Und den Präsidenten selbst. Genau, und den Präsidenten selbst. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. We had never had a criminal president. Wir hatten nie einen Präsidenten, der so wie Nixon die Verfassung der USA unterminiert hat. In the way that Nixon had. Auf dem Höhepunkt seiner Macht und seiner Leistungen. Er hatte Vietnam erledigt, mit China Beziehungen aufgenommen, die Beziehungen zu Russland verbessert, in Europa Vertrauen aufgebaut. Und genau in dem Moment hat er durch eigene Dummheit alles verloren. Und er wusste, dass es durch seine eigene Dummheit war. Die vakante Stelle im Weißen Haus wird neu besetzt. Der Vizepräsident ist nicht vom Volk gewählt, nur ernannt. Gerald Ford. Auch sein Vorgänger als Vizepräsident war wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten. Gerald Ford rückt nun ins Oval Office auf. Und er wird nur 2 Jahre später den nächsten Wahlkampf zu bestreiten haben.
My name is Jimmy Carter and I'm running for president. Ein weitgehend unbekannter Mann. Der Gouverneur von Georgia kandidiert für die Demokraten. So ein Mann nach Watergate, das war wie ein Zug frische Luft.1976 hieß die Parole Authentizität. Und seitdem tragen die Kandidaten in jedem Wahlkampf diese Last, zu zeigen, wie natürlich und wie echt sie sind. Es ist jetzt eine völlig andere politische Welt, in der der Farmer aus Georgia wie eine erfrischende Alternative wirkt zu denen in Washington. Die gelten als Betrüger, halten ihre Versprechen nicht und lügen sogar. Eine der zentralen Sätze von Jimmy Carter war: Ich werde euch nicht belügen. Aber man sollte doch meinen, dass ein Präsidentschaftskandidat das nicht zu sagen braucht. He comes wearing jeans or simple sweaters, presenting himself really. Er kommt mit Jeans oder Pullover und präsentiert sich als das Gegenteil von einem hochgestochenen Politiker aus Washington. Regal Washington politician. Das Weiße Haus. Bislang konnte noch jeder, der hier saß, vom Amtsbonus profitieren. Diesmal ist es genau umgekehrt. There was a lot of calculation that went into. Aber Carters Image wurde auch sorgfältig aufgebaut. Manches, was er sagte, war nicht gelogen, aber es hatte den gewissen Dreh. Er nannte sich Erdnussfarmer und so trat er in den Wahlwerbespots auch auf. Da fuhr er mit bloßen Händen durch die Erdnüsse. Nun ja, er hatte einen Großhandel, der mit den Erdnüssen anderer Bauern handelte. Kurz gesagt, das Bild, das Carter von sich zeigt, ist halb wahr, halb künstlich. Es war künstlich in dem Sinn, dass er immerhin auch Atomphysiker war. Er war auf einem Atom-U-Boot gewesen und hatte Erfahrungen darin. Es war ein zutreffendes Bild insofern, als er tiefe religiöse Überzeugungen und einen einfachen Geschmack hatte. Of simple personal tastes, was he? War er gewitzt, schlau, ein ziemlich raffinierter Politiker? Ja, das alles. Er spielt sogar selbstironisch mit seinem Erdnussfarmer-Image. Das Flugzeug für seine Wahlkampfreisen heißt Peanut One, in Anspielung auf Air Force One, die Maschine des Präsidenten. Und sein Gepäck trägt er selbst, demonstrativ. Ford, der republikanische Amtsinhaber, gewinnt die Nominierung durch seine Partei nur knapp. Er versucht auf seine Weise, sich von den Machenschaften seines Vorgängers abzusetzen. Mit Wohlfühlspots. There's a change that's come over America. A change that's great to see. We're living here in peace again. We're going back to work again. It's better than it used to be. I'm feeling good. Today, America enjoys the most precious gift of all. We are at peace. Zum ersten Mal seit 1960 bekommen die Kandidaten Gelegenheit, sich im Fernsehduell dem Gegner und den Wählern zu stellen. In der Zwischenzeit hatte es keine TV-Debatten gegeben. Weil die Kandidaten Angst hatten. Sie hatten gesehen, was mit Kennedy Nixon passiert war. So konnte es jedem mehr gehen. Nach Kennedy Nixon hatte man ja nicht gesagt, wir haben jetzt immer Fernsehduelle in diesem Land. Der Druck, das zu machen, kam vor allem von den Fernsehsendern. Healthcare that is affordable. These things can be done. I'd say, first of all, that I think in
case is a Carter administration, the sacrifices would be much less. Carter gewinnt die Wahl knapp, aber er gewinnt sie. Die Wechselstimmung nach dem Nixon-Debakel gibt letztlich den Ausschlag. Doch als Präsident kann Carter wenig Punkte für eine Wiederwahl sammeln. Sein größter Erfolg, das Camp David-Abkommen zwischen Ägypten und Israel, das einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten ermöglichen soll, wird bald überschattet vom Einmarsch russischer Truppen in Afghanistan. Die Sowjets vergrößern ihren Machtbereich. Jeder Gegenkandidat hätte davon profitiert, dass es der Wirtschaft nicht gut ging. Die Invasion in Afghanistan hatte ihn kalt erwischt. Er ging als beschädigter Amtsinhaber ins Rennen. Good evening. I'm here tonight to announce my intention to seek the Republican nomination for President of the United States. Als Westernheld ist der ehemalige Schauspieler Ronald Reagan bekannt geworden. Er wird Chef der Schauspielergewerkschaft und kommt so zur Politik. Seit 10 Jahren war er Gouverneur von Kalifornien, des größten Bundesstaates der USA. Ronald Reagan konnte reden, sowohl persönlich als auch vor der Kamera. Man hatte immer das Gefühl, dass er einen als Person anspricht. Es war ein natürliches Talent, sicher geschärft durch seine Erfahrung als Schauspieler. Carter versucht, seine zweite Wahl mit denselben Mitteln zu gewinnen wie die erste. Authentizität, Bescheidenheit, Ehrlichkeit. I would like to know more about you as a man. I think I'll be a better president in the next 4 years, just continuing what we've done. There's no way to prepare for being president. There's no training ground for it. It takes a while for a leader to become not only experienced, but established. Aber Carters Methode verfängt nicht mehr. Im Iran haben radikale Islamisten die Macht übernommen. In Teheran nehmen sie 52 amerikanische Diplomaten als Geiseln. Die Iraner fordern die Auslieferung des gestürzten Schahs Reza Pahlavi. Der ist schwer krank und hält sich zur Behandlung in den USA auf. Doch als er nach Ägypten ausreist, entspannt sich die Lage nicht. Dann begannen Leute wie ich die Tage zu zählen. Amerika in Geiselhaft, Tag 23, Tag 40, Tag 70, Tag 95. Und mit jedem Tag mehr wurde das eine Verlustliste für die Regierung Carter. For the Carter administration. Im April des Wahljahres 1980 scheitert zudem noch ein militärischer Befreiungsversuch in der persischen Wüste, unter großen Verlusten. Amerika fühlt sich gedemütigt und wartet auf den Erlöser. Als Ronald Reagan kam und sagte, macht Amerika wieder groß, da war es nicht schwer für die Leute, an eine Zeit zu denken, als es ihnen wirtschaftlich gut ging und Amerika in der Welt mehr Stärke und Respekt hatte. Reagans Schauspielerkollege Michael Landon, bekannt als Little Joe aus Bonanza, sammelt Spenden für Reagan. Give as much as you can, $150, $25, whatever you can to the limit allowed by law, $1,000 per adult member of the family. Every dollar counts. The limit that was set in 1970... In dem Gesetz von 1974 nach Watergate wurde eine Grenze von $1,000 festgesetzt. Nun gibt es den Begriff hartes Geld und weiches Geld. Hartes Geld ist das, was streng unter dem Gesetz ausgegeben wird. Weiches Geld ist das, was außerhalb des Finanzierungsgesetzes fließt und das unterliegt keiner Berichtspflicht. So kann das Limit der Wahlkampfspenden leicht umgangen werden. Und Reagans Anhänger bringen $12 Millionen zusammen. Ronald Reagan war vielen Amerikanern zwar nicht unbekannt, aber er war ihnen ein bisschen unheimlich, zu konservativ oder zu risikobereit. Würde er einen Atomkrieg auslösen? Konnte man ihm die Atomgeheimnisse anvertrauen? Reagan verspricht, mit ihm wird ein starkes Amerika den Weltfrieden wiederherstellen. Das ist Balsam für die amerikanische Seele.
Vor allem aber will er ein gutes Gefühl vermitteln. Wieder treffen zwei Kandidaten zum Fernsehduell aufeinander. Der Demokrat Jimmy Carter müsste einen Vorteil haben. Er ist amtierender Präsident und er ist 13 Jahre jünger als sein republikanischer Rivale Reagan, der sich als erfolgreicher Gouverneur präsentiert. Er war sehr einnehmend, er war stattlich, er war jetzt auch nicht doof, der war ja vorher auch schon Gouverneur von Kalifornien. Also er ist nicht direkt aus den Hollywood-Studios ins Weiße Haus gezogen und er konnte dann am Ende tatsächlich auch wirklich performen, vor allen Dingen in den TV-Debatten mit einer Art von Charme und Witz und Humor, die ihm durchaus inne war und die wiederum Jimmy Carter völlig abging. This attitude is extremely dangerous and belligerent in its tone, although it's said with a quiet voice. Governor Reagan? I know the president is supposed to be replying to me, but sometimes I have a hard time in connecting what he's saying with what I have said or what my positions are. I sometimes think it's like the witch doctor that gets mad when a good doctor comes along with a cure that'll work. Mit Carter auf der Bühne zu stehen, ohne unheimlich oder gefährlich zu wirken, allein dadurch beruhigte Reagan die Leute. Außerdem stellte er in der einzigen Fernsehdebatte eine Frage, die seitdem in vielen Wahlen gestellt wurde. Geht es Ihnen heute besser? Is it easier for you to go and buy things in the stores than it was 4 years ago? Is there more or less unemployment in the country than there was 4 years ago? Einer der Gründe für Reagans erfolgreiches Auftreten in der Debatte, er hat die Situation gründlicher trainiert als Carter. Die Vorbereitung muss eine Atmosphäre von Konfrontation erzeugen, sodass der Kandidat ein Gefühl für die Herausforderung bekommt. Im wahren Leben passiert so etwas ja nicht oft. Plötzlich sitzen drei Reporter vor einem, die man gar nicht kennt, und sagen, das kommt mir nicht besonders intelligent vor, Herr Präsident. Oder Ihre Gegner sagen, Sie könnten nicht gleichzeitig gehen und Kaugummi kauen. Was sagen Sie dazu? Man muss ihn also auf das Fernsehduell einstimmen. Das wird gefilmt, das wird analysiert, wird sich richtig zurückgezogen zum Teil. Obwohl der Kalender natürlich voll ist, wird da richtig, richtig viel Zeit investiert, weil alle wissen, wenn das schief geht, ein falscher Moment, eine falsche Antwort, dann kann die ganze Kampagne in Bach runtergehen. Carter bringt immer wieder seine Familie ins Spiel. Er lässt sogar zu, dass er mit Kamera und Mikrofon in den Privaträumen des Weißen Hauses beobachtet wird. Eine alte Wahlkampfstrategie wird weitergetrieben. Persönlichkeit und Nähe statt Politik. I had a discussion with my daughter Amy the other day before I came here to ask her what the most important issue was. She said she thought nuclear weaponry. Es wirkte unpassend, dass ein US-Präsident sich bei einem so schweren politischen Thema auf seine Tochter bezieht und das Gespräch mit ihr ernst nimmt. Of course he didn't mean that. Natürlich hat er das nicht so gemeint. Es war eine unbeholfene Äußerung. Aber allein, dass er seine Tochter in Verbindung mit Politik brachte, hat ihm etwas geschadet. Vor dem Fernsehduell hatte irgendjemand den Leuten, die Reagan auf die Fernsehdebatte vorbereiteten, heimlich einen Stapel Briefingpapiere gegeben, mit denen Carter von seinen Leuten vorbereitet wurde. That had come from the Carter campaign that we had been used to prepare Carter. I don't think they had much impact on the debate. Ich glaube nicht, dass das die Debatte sehr beeinflusst hat. Aber es war für die Öffentlichkeit ein guter Skandal und wurde ziemlich wirksam eingesetzt. So in dem Sinn, dass die Leute dachten, wozu sind die noch fähig? Wenn sie am einen Tag Papiere stehlen, dann stehlen sie am nächsten Tag vielleicht atomare Geheimnisse. Nuclear secrets the next, that kind of thing. Marlon Fitzwater gehörte später selbst zum Wahlkampfteam von Ronald Reagan. Wir haben Leute aus der Regierung eingeteilt, Kabinettsmitglieder, hochrangige Mitarbeiter des Präsidenten, die jeden Reporter aufsuchten. Zu jedem Reporter ging einer und sagte, na, unser Mann hat das doch toll gemacht, oder? So haben wir die Botschaft verbreitet.
Denn die Debatte im Presseraum war fast so wichtig wie die eigentliche Debatte. Reagan erringt einen Erdrutschsieg. Carter ist der erste Präsident seit fast 50 Jahren, der aus dem Amt gewählt wird. Aber der 13 Jahre ältere Außenseiter Reagan hatte das bessere Versprechen. Amerika kommt wieder zu alter Stärke. Und der Vize des neuen Präsidenten Ronald Reagan heißt George Bush. Good evening. On behalf of the Commission on Presidential Debates, I am pleased to welcome you to this first presidential debate of the 1988 campaign. I'm Jim Lehrer of the McNeil-Lehrer NewsHour. The candidates are Vice President George Bush, the Republican nominee, Governor Michael Dukakis, the Democratic nominee. George H. W. Bush, much taller. George Bush ist viel größer als Michael Dukakis. Dessen Leute hatten eine kleine Kiste ausgehandelt, auf der Dukakis stehen konnte. Damit waren sie nicht gleich groß, aber der Größenunterschied war damit nicht mehr so deutlich. Keiner von ihnen war ein begnadeter Kandidat, aber für Bush hat ein besseres Team gearbeitet. To the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea. George Bush setzt zunächst auf Wohlfühlwerbung. Nicht viel anders, als ob es um eine Windelmarke ginge. Er baut sich ein Image als gütige Vaterfigur. You see. Man sieht die gesofteten Bilder auf Film, die Enkel auf der Wiese beim Picknick mit den Eltern und Großeltern Bush. Man sieht Bush eine Enkelin hochheben, so ein niedliches Kind. Und man sagt sich, was für ein herrlicher Großvater. Michael Dukakis, der Kandidat der Demokratischen Partei, ist Gouverneur von Massachusetts. Dort gilt er als durchaus erfolgreich. Dukakis war ein vernünftiger, kompetenter Bursche, aber nicht sehr dynamisch. Er hatte keine besondere Vision, George Bush aber auch nicht. Es hatte zwei Reagan-Wahlen mit hohen Siegen gegeben. Normalerweise hätten die Demokraten gesiegt, denn nachdem eine Partei 8 Jahre lang die Macht hatte, gibt es so eine Stimmung, lasst uns mal die andere Partei versuchen. Dukakis führte in den Umfragen, bis die Bush-Leute ihre Spots sendeten. As a candidate, Michael Dukakis called Boston Harbor an open sewer. As governor, he had the opportunity to do something about it, but chose not to. The Environmental Protection Agency called his lack of action the most expensive public policy mistake in the history of New England. Now, Boston Harbor, the dirtiest harbor in America, will cost residents $6 billion to clean. Wie sich herausstellt, wurden Bilder für diesen Fernsehspot an ganz anderen Orten gedreht. Die Fälschung wird bald offenkundig. Aber Dukakis schlägt nicht zurück, sondern antwortet mit einem Spot voller Argumente. Damit bewirkt er nichts. George Bush klagt über den Hafen von Boston. Aber Bushs Regierung hat die Mittel für seine Säuberung gekürzt. Auch die Mittel für die Säuberung der kalifornischen Küste von San Diego bis San Francisco. Bush wollte nicht gegen Firmen durchgreifen, die Giftmüll ablassen. Bush war für ein Veto gegen das Clean Water Gesetz, sogar zweimal. Der überparteiliche Bund der Umweltwähler hat Mike Dukakis unterstützt. Wenn Bush über die Umwelt redet, denken Sie daran, was er der Umwelt angetan hat. Zum ersten Mal lässt sich in diesem Jahr beweisen, dass Wähler sich durch Werbung umentscheiden, wenn die andere Seite nicht angemessen antwortet. Dukakis glaubte nicht, dass ihm diese Spots etwas anhaben könnten. Als er den Irrtum bemerkte, war es zu spät, etwas dagegen zu tun. Ich fragte Dukakis, warum er nicht mehr tat, um aufzuholen. Er sagte, es ist ja noch genug Zeit. Und ich sagte, Herr Gouverneur, Sie kapieren es nicht. Das war sehr unhöflich von mir und es tat mir später leid.
Aber statt genauso unhöflich zu antworten, Mr. Corporal, Sie kapieren es selbst nicht, hätte er mich härter angegangen, hätte er vielleicht ein paar Stimmen gewonnen. Aber er war eher lahm. Er nahm den Kampf nicht an. Ich glaube, die amerikanische Öffentlichkeit hat das gespürt. Beim Thema Kriminalität ging es besonders scharf zu. Die Kriminalität war damals in vielen Städten ein großes Problem. Man traute sich nachts kaum noch auf die Straße. Bush und Dukakis über Verbrechen. Bush ist für die Todesstrafe bei Mord. Dukakis ist gegen die Todesstrafe. Er ließ auch noch zu, dass Mörder am Wochenende Freigang bekommen. Einer war Willie Horton. Er hat einen Jungen ermordet, 19 Mal auf ihn eingestochen. Zu lebenslänglich verurteilt bekam Horton 10 Mal Wochenendfreigang. Horton kidnappte ein junges Paar, er stach den Mann und vergewaltigte mehrfach seine Freundin. Wochenendfreigang, Dukakis und Verbrechen. Der Vorwurf gegen Mike Dukakis lautete, er hätte diese Tat unterstützt. Manche Methoden in diesem Wahlkampf waren sehr schäbig. Und sie haben manche vorbereitet, die später kamen. Manche glauben, dass Wahlkämpfe in den USA immer schmutziger und schlimmer werden. Aber das stimmt nicht. Der Wahlkampf 1988 war schmutzig, besonders auf Seiten der Republikaner. Wenn schmutzig bedeutet, ungerechtfertigt, unwahr, aggressiv, mit hoher Reichweite, also sehr wirksam. Trotz der aggressiven Werbespots kommt es beim Fernsehduell nicht zum Eklat. Bush sieht sich schon als Sieger. Aber auch Dukakis ist überzeugt, dass er recht hat. And the best America is not behind us. The best America is yet to come. My fellow Americans, I am that man and I ask for your support. Thank you very much. George Bush gewinnt die Wahl. Aber mit nur knapp über 50% ist die Wahlbeteiligung die geringste seit über 60 Jahren. Politikverdrossenheit greift um sich. Ein neues Zeitalter hat begonnen. Der Kalte Krieg ist vorbei, aber ein neuer Krieg bestimmt die Schlagzeilen. Operation Desert Storm. Die USA vertreiben den irakischen Diktator Saddam Hussein aus Kuwait. Der erste militärische Erfolg der USA seit langem. So etwas kommt an beim Wahlvolk. George Bush, der amtierende Präsident, hat ein Jahr vor der Wahl enorme Zustimmungswerte. Noch. Der Fokus der Wähler hatte sich von der Außenpolitik, wo Bush gute Noten hatte, auf die Innenpolitik und die lahmende Wirtschaft verschoben. Bush als republikanischer Vertreter der wohlhabenden Elite von Neuengland schien kein Gefühl dafür zu haben, was einfache Leute in der Rezession durchmachten. Sein Gegenkandidat, Bill Clinton, der Gouverneur des unbedeutenden Staates Arkansas. Mit 46 Jahren ist er einer der jüngsten Präsidentschaftskandidaten der Geschichte. Fast so jung wie John F. Kennedy. Bill Clinton kam aus bescheidenen Verhältnissen. In Arkansas, einem Staat in großen Schwierigkeiten, bevor Clinton dort als Gouverneur antrat. Clinton hatte dieses Verständnis für die wirtschaftlichen Sorgen der Leute. Clinton war ein Unbekannter, neu auf der nationalen Bühne. Man wusste nicht, was man zu erwarten hatte. Es gab ein paar Schatten auf seiner Vergangenheit, die gegen ihn arbeiteten. Deshalb haben die Bush-Wahlkämpfer wohl unterschätzt, was er konnte und wie gut er war. Für die Wahl 1992 war die Wirtschaft entscheidend. Clintons Strategen hatten ein Schild an der Wand. Es geht um die Wirtschaft, Dummkopf. Dieser Slogan half allen, sich darauf zu konzentrieren, was unser Thema war. Es ist immer gut, etwas zu haben, das das große Ziel einfach zusammenfasst. It's the economy, stupid. Das bahnte sich seinen Weg und schärfte vielen das Bewusstsein. Das ist dann erfolgt in einer Konzentration
wie ich es auch noch nie zuvor erlebt hatte. Also es war wirklich so, dass fast jeder Satz, der irgendwo in eine Kamera geäußert wurde, hatte was mit Wirtschaftspolitik zu tun. Das heißt, es wurde am Ende so eingehämmert und an jede Formulierung irgendwo mit drangehängt, ob das jetzt großartig Sinn machte oder nicht, dass auf jeden Fall beim Zuschauer oder Zuhörer übrig bleibt, Bush hat von Wirtschaft keine Ahnung. Bush hatte in seinem ersten Wahlkampf den einprägsamen Satz gesagt, nehmt mich beim Wort, keine neuen Steuern, und doch die Steuern erhöht. And if Congress wants to raise the taxes, I'll stare them right in the eye, as I did with the American people the other night, and say what I said in New Orleans, read my lips, no new taxes. Bush hat sein Wort nicht gehalten. Das ist eine Vorlage, die Bill Clinton und sein Wahlkampfteam genüsslich aufgreifen. 1988. Read my lips. No new taxes. Then George Bush signed the second biggest tax increase in American history. Read my lips. George Bush increased taxes on the middle class. Bush doubled the beer tax and increased the gas tax by 56%. Now George Bush wants to give a $108,000 tax break to millionaires. $108,000. Guess who's going to pay? We can't afford four more years. Die Arbeit in Clintons Wahlkampfteam folgt modernsten Methoden. Aber sie ist auch äußerst anstrengend. I must have worked. Ich habe wohl 6,5 Tage die Woche gearbeitet, etwa ein Jahr lang, als ich im Wahlkampfteam war. Ich habe in meinem Leben nie so hart gearbeitet wie im Wahlkampf. Der Einsatz ist total. Dieses Zusammenbringen aller Kräfte in einem großen Bürogebäude, die Politik der offenen Türen, dass jeder einen Vorschlag machen konnte. Auch ich konnte da einfach Ideen reingeben und die wurden entweder angenommen oder verworfen oder was auch immer. Es gab keine Hierarchie, das war schon neu. Im Clinton-Team gab es die Rapid Response, schnelle Antwort. Man hatte aus dem Scheitern von Dukakis gelernt. Wenn man angegriffen wird, muss man sofort zurückschlagen. Auch andere Techniken sind damals neu, wenn auch viel langsamer. I hope you'll share this film with your friends and family members. I hope you'll bring people into your home and talk to them about the film. Es wurden VHS-Kassetten verteilt, das galt damals noch als ziemlich innovativ. Es wurde das Programm auf Hörkassetten, also heute wird man Hörbuch dazu sagen, was auch relativ neu war. Es wurden schon für damalige Verhältnisse neue Kanäle bedient, aber heute sieht das alles ein bisschen verstaubt aus. Ja. I was born in a little town called Hope, Arkansas, 3 months after my father died. It was a wonderful little small town where, you know, it seemed that everybody knew everybody else. Some people think that Bill must have been born wealthy and raised wealthy, you know, that he had all of the privileges that you could ever imagine. Well, you know, instead of being born with a silver spoon in his mouth, he was really born into a house that had an outhouse in the backyard. It was in July of 1963 that I went to Washington and met President Kennedy at the Boys Nation program. And he came out and, you know, made a few little comments. We were all standing there in alphabetical order, so Arkansas was near the front of the line, and I was the biggest kid there. So I made sure that I got to shake hands with him. And I remember just thinking what an incredible country this was, that somebody like me who came from a little town in Arkansas who, you know, had no money, no political position or anything, would be given the opportunity to meet the president. Talkshows werden immer beliebter. Neben den üblichen TV-Duellen gibt es jetzt ein neues Format, in dem ganz normale Bürger die Kandidaten befragen dürfen. Es ist ein Jahr mit drei Präsidentschaftskandidaten: Ross Perot, George Bush und Bill Clinton. Die Vorbereitung darauf, mit dem Unerwarteten fertig zu werden, das interessiert die Leute. Schafft dieser Mensch das? Das wollen die Leute sehen. Für Bush sind unerwartete Fragen einfacher Menschen im Publikum tatsächlich eine Herausforderung. Er weicht aus und spricht ein bisschen von oben herab, ganz der amtierende Präsident. Anders Bill Clinton. Er macht ein paar Schritte auf die Fragestellerin zu und gibt ihr schon damit das Gefühl, auf sie einzugehen. I've been governor of a small state for 12 years. In my state, when people lose their jobs, there's a good chance I'll know them by their names. When a factory closes, I know the people who ran it.
Ich befragte Clinton über die Fernsehduelle. Er hatte dort immer ein paar witzige Bemerkungen auf Lager. Ich fragte ihn, waren die einstudiert? Er sagte, ja sicher. Er hatte eine ganze Menge davon. Und er ist der Einzige, der es zugegeben hat. Ich fragte Reagan, der hatte auch solche Bemerkungen auf Lager. Er sagte, nein, nein, das war alles spontan. Das glaubt doch niemand. Ein eigentlich nebensächlicher Moment wird zum Aufreger, an den sich alle erinnern werden. George Bush sieht auf die Uhr. Man kann das auf verschiedene Art verstehen. Die Sache fängt an, mich zu langweilen. Oder wie lange muss ich diese Fassade noch aufrechterhalten, bevor dies verdammte Ding vorbei ist? Er hasste Fernsehduelle. Er sagte mir, wenn es nach mir ginge, gäbe es diese Debatten nicht. Da geht es nur um die Show. Bah, er hat auf die Uhr gesehen. Danach sollte man nicht entscheiden, wer Präsident der USA wird. Die Entwicklung ging von 3 oder 4 Fernsehkanälen zu 50 bis 60. Heute haben wir natürlich Hunderte im Internet, aber damals war das der große Wandel. Das Fernsehen in Washington breitet sich immer mehr aus und verliert damit paradoxerweise seinen Einfluss auf die gesamte Gesellschaft. Neben den klassischen Networks gibt es neue Kanäle, die sich auf Nachrichtenprogramme spezialisieren. Mit zunehmender Zahl der Sender hat der relative Einfluss jedes Einzelnen abgenommen. Infolgedessen haben sie sich nicht mehr an das größtmögliche Publikum gerichtet, sondern nur noch an ein Publikum, das die eigene Meinung teilt. Das heißt, die Leute suchen nicht mehr so sehr Fakten, sie suchen ein Echo der eigenen Vorurteile. Man gerät damit in eine Art Echokammer. Damals war unser Gedanke, dass die 18- bis 24- oder sogar bis 30-Jährigen in den USA immer schon eine niedrige Wahlbeteiligung hatten. Wir fragten uns, warum engagieren die sich nicht? Und eine der Antworten war, dass sie keine normalen Fernsehnachrichten sehen. Bill Clinton spielt Saxophon. Musik ist ein Weg, um Jugendliche zu erreichen. Dazu muss er allerdings in Sendungen auftreten, die Politiker sonst meiden. Der Clinton ist in Kochsendungen und was weiß ich was gegangen. Hauptsache, die Leute konnten ihn erleben. Ab diesem Zeitraum, das war ziemlich genau, ab 92 hat sich das in allen Kampagnen im Prinzip durchgezogen. Clintons Familienleben spielt in diesem Wahlkampf eine besondere Rolle. Denn da gibt es Probleme. Im Vorfeld der Wahlen von 1992 wurde der Ruf Clintons als Frauenheld bekannt und man sprach darüber. Als diese Beschuldigungen ans Licht kamen, Dezember 91, Januar 92, dachten viele von uns, okay, bald sind wir unsere Arbeit los und fühlten uns entsprechend mies. Hillary Clinton schlug sich tapfer in einem Interview der Sendung 60 Minutes. Sie sagte, er ist mein Mann, er hat sich gebessert, unsere Ehe ist intakt. Sie hat sich ihrem Mann gegenüber eben sehr kollegial verhalten. Sie hat das alles mitgemacht. Ich weiß nicht, ich möchte sie nicht in seiner Haut gesteckt haben, dann abends zu Hause. Aber in der Öffentlichkeit hat das alles sehr gut ausgesehen. Hillary and I went on national television and basically acknowledged that we'd had some problems in our marriage and we were proud of the fact that we'd been able to keep it together. When the show aired, Chelsea wanted to watch it, so the three of us went upstairs and sat down and watched it together. It was pretty painful, you know, to have your child watch that. And after it was over, I looked at her and I said, what do you think? And she said, I think I'm glad you're my parents. People like to see a man who... Die Leute sehen gern einen Mann, der sich nach einem schlimmen Moment seines Lebens aufrichtet, den Staub abklopft, ein Lächeln aufsetzt und wieder an die Arbeit geht. Das muss man bewundern. Die Amerikaner taten es.
Der Wahlkampf von Präsident Bush gerät ins Hintertreffen. Wieder steht ein Präsident der USA in der Gefahr, aus dem Amt gewählt zu werden. Einer seiner Berater sagte, wir waren müde. Die Berater waren müde und der Präsident auch. Unser ganzer Wahlkampf war eher müde. Ich nenne das immer als Letztes. Ich bin ja selbst ein Teil des Problems. Aber das stimmt. Nach 12 Jahren gibt es Ermüdungserscheinungen. Man will mal einen Wechsel sehen. Der Außenseiter Bill Clinton mit Hillary an seiner Seite wird durch eine perfekt orchestrierte Kampagne zum Wahlsieger des Jahres 1992. Sein Rezept? Ein Wahlkampf, ein Thema. Die Wirtschaft, Dummkopf. Während das politische Washington wieder im Zeichen einer Präsidentschaft der Demokraten steht, machen Gerüchte über weitere Frauengeschichten des smarten Südstaatlers Clinton die Runde. Doch dann greifen die Republikaner, Clintons Gegner, zu einer neuen Waffe. Ein Sonderermittler geht Clintons Affäre mit der Praktikantin Monica Lewinsky nach. 1998 versuchen die Republikaner sogar, Clinton des Amtes zu entheben. Es ist bereits das Vorspiel zum nächsten Wahlkampf. Trotz allem blieb Bill Clinton recht populär. Ich glaube, am Ende war dieser Skandal den Wählern im Jahr 2000 egal. Let's win this election for the American future. God bless you. Thank you. Al Gore, Vizepräsident unter Clinton. Sein Wahlkampf wäre ohne diese Vorgeschichte wohl ganz anders verlaufen. Denn politisch und wirtschaftlich waren die letzten 8 Jahre ein Erfolg. George W. Bush, Gouverneur von Texas und Sohn des ehemaligen Präsidenten, ein reicher Mann, ist der Kandidat der Republikaner. Die Wirtschaft lief gut, das Land war im Frieden. Die Wahlkämpfer von Bush sagten immer, sie hätten eine schwierige Botschaft. Die Dinge stehen gut. Es ist Zeit für einen Wechsel. Al Gore ist als steif verschrien. Also wollten sie ihn menschlicher machen. Und wenn man jemand, der als steif verschrien ist, menschlich machen will, dann sieht er einfach aus wie ein steifer Mensch, der versucht, sich menschlicher zu geben. Es funktionierte nicht sehr gut. Es war eigentlich schon eine Kunst, gegen ihn zu verlieren. Und das lässt sich nur erklären aus Fehlern in der Gore-Kampagne und natürlich Stärken in der Bush-Kampagne. Al Gore führt in den Umfragen. Aber er will mit Clintons Affären nicht in Verbindung gebracht werden. Das bremst ihn aus. Vizepräsident Gore hielt Abstand zu Bill Clinton. Viele Demokraten glauben, wenn Gore sich das Erbe der Clinton-Regierung mehr zu eigen gemacht hätte, dann wäre er zum Präsidenten gewählt worden. Bush dagegen erweist sich als Meister im Spendensammeln. George W. Bush galt nicht gerade als besonders helle, wie man so sagt. Als er ins Licht der Öffentlichkeit trat, war ihm gleichgültig, was die Elite und die Journalisten für die nötige Qualifikation eines Präsidenten halten. Ich fragte ihn einmal, was glauben Sie, qualifiziert Sie zum Präsidenten der USA? Er sagte, ich bin der Gouverneur eines sehr großen Staates. Ich bin Geschäftsmann, spende regelmäßig für eine Baseballmannschaft. Und er nannte noch andere, eher triviale Dinge. Ich sagte, verzeihen Sie, Herr Gouverneur, das sind gute Qualifikationen für den Präsidenten des Kiwanis-Clubs. Hier geht es aber um die USA. Da gab er mir eine sehr clevere Antwort. Ich muss ja nicht der Qualifizierteste im ganzen Land sein. Es reicht, wenn ich der qualifizierteste Bewerber um die Präsidentschaft bin. Er ist ein sehr sympathischer Kerl, mit dem die Leute sich identifiziert haben.
Ich kenne W. Bush seit seiner Kindheit. Zu meiner Überraschung kamen die Nachbarn und sagten, wir mögen den. Er redet gerade heraus. Er sagt, wie es ist. Wir verstehen, was er sagt, was er mag und nicht mag. Man hat die Schlichtheit von George W. Bush wirklich zu seiner Tugend gemacht. Man hat ihn im Prinzip glatt geschliffen, man hat ihm seine Cowboy-Mentalität erhalten und man hat ihn gegen diesen Snob Gore im Prinzip positioniert, gegen diesen Umweltfreak, und der da so komische Sachen machen will, und hat damit tatsächlich das Heartland gewonnen, aber natürlich auch tatsächlich die Gore-Kampagne an vielen Punkten auch in eine Bedrängnis gebracht, in der sie nicht hätte sein müssen. Al Gore setzt vor allem auf das Thema Umweltpolitik. Aber er unterschätzt seinen Gegner. George W. Bush dagegen versucht nicht, in der Öffentlichkeit ein anderer zu sein, als er wirklich ist. Das gibt ihm Glaubwürdigkeit im engsten Wahlkampfrennen aller Zeiten. Er hat nicht die Mehrheit der Stimmen gewonnen, aber die Mehrheit der Wahlmänner. Und die auch erst nach einem 36 Tage langen Streit über das Ergebnis in Florida. Mit Nachzählungen, bis schließlich der oberste Gerichtshof die Nachzählungen beendete und im Ergebnis George W. Bush zum Präsidenten machte. Obwohl mindestens 250 Millionen Dollar in den Bush-Wahlkampf fließen, geben am Ende nur 537 Wählerstimmen den Ausschlag. Ein junger Politiker aus Illinois, noch ohne Amt auf nationaler Ebene, tritt für die Demokraten an, Barack Obama. Wie schon seit Kennedy immer wieder, seine Frau und seine Kinder sind dabei. Our journey may be long, our work will be great, but we know in our hearts we are ready for change, we are ready to come together, and in this election we are ready to believe again. Thank you, Iowa. Mancher Zuhörer fühlt sich durch Obamas Tonfall im Wahlkampf an die afroamerikanische Kirche erinnert. Der republikanische Gegenkandidat, John McCain aus Arizona, Senator wie Obama, allerdings schon seit über 20 Jahren. Keiner der beiden Kandidaten hat als Präsident oder Vizepräsident Erfahrung gesammelt. Gestritten wird vor allem über McCains Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Sarah Palin. Denn ihr wird als Gouverneurin von Alaska Amtsmissbrauch und Verschwendung vorgeworfen. I welcome you to the first of the 2008 presidential debates. McCain gegen Obama. Zwei Kandidaten aus verschiedenen Welten. McCain hat Obama gar nicht angesehen. Ich habe ihn mehrmals dazu ermuntert, bis ich es aufgegeben habe, vor allen Leuten, vor der ganzen Welt. I'm just determined to get you all to talk to each other. I'm going to try. McCain hat Obama einfach nicht angesehen, seinen Namen nicht genannt. Das hat ihm schrecklich geschadet. McCain war ein älterer Kandidat, der durch Folter und einen Flugzeugabsturz in seiner Dienstzeit als Pilot in Vietnam verwundet war. Er ging etwas unbeholfen und konnte einen Arm nur eingeschränkt benutzen. Um das zu betonen, haben Obamas Wahlkämpfer die Bilder in Zeitlupe gezeigt, damit er schwach aussieht. McCain fasst seinen Gegner allerdings auch nicht mit Samthandschuhen an. Hochseebohrungen lassen den Benzinpreis heute nicht sinken. John McCains dreimonatige Benzinsteuerbefreiung ist keine gute Idee. John McCain kommt wieder mit den alten Mätzchen. Für mich ist Atomenergie keine Option. Ich bin kein Befürworter der Atomenergie. Obama hat 2008 die Möglichkeiten des Internets sehr wirksam genutzt. Die sozialen Medien. Er hatte YouTube-Videos, zum Beispiel Yes We Can, das sich wie ein Virus verbreitet hat. Alle haben es angeklickt und an ihre Freunde weitergeschickt. Yes We Can! Oh. Yes We Can! Yes We Can! The opportunity!
Allein in der ersten Woche wird der Clip fast 10 Millionen Mal angeklickt. Die Börse war zusammengebrochen. Wir standen am Rand einer neuen Depression. Und da kommt ein Kandidat, der dem Land sagt, wie großartig es ist, dass wir diese schreckliche Zeit hinter uns bringen werden. Eine Botschaft, die das Land gebraucht hat. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. Das ist eine kraftvolle Identifikation mit der Jugendkultur. Es sagt, er wird die Zukunft liefern, die sie für das Land sehen. Musik als politische Rede. Statt sich auf teure Fernsehwerbung zu verlassen, konnte man einen Spot ins Internet hochladen und auf seine Popularität vertrauen, sodass ihn viele Leute sehen. Er hat auch Fernsehwerbung eingesetzt, aber er hat das Potenzial des Internets besser erkannt und wie man mit diesen neuen Medien jüngere Wähler erreicht. Obama versammelt begeisterte junge Helfer um sich, die die neuesten Medientechniken beherrschen. Durch Datenanalyse oder Data Mining sammeln sie möglichst viele Informationen über potenzielle Wähler. Man hat auch schon vor dem Internet natürlich begonnen, an Türen zu klopfen. Die Mitstreiter haben gesagt, Mensch, da wohnt Oma Barclay, die hat uns bisher immer unterstützt, die ist vielleicht ein bisschen wackelig, komm, da klopfen wir lieber mal und fragen sie, ob wir sie ins Wahllokal fahren dürfen. Und mit den Daten, die die heute haben, da klopfen die nicht nur an der Tür, sondern sie wissen auch, wer dahinter sitzt, was diejenigen bisher gewählt haben. Die wissen im Zweifelsfall, wie die Kinder heißen, wo die studieren und wie der Hund heißt. Und dann beginnt man ein Gespräch eigentlich schon mal ein bisschen anders, sondern sagt, na, wie geht's denn Tom, was macht er auf der Uni, läuft's schon so? Und dann haben sie natürlich ein ganz anderes Opening in so einem Gespräch als ohne Data Mining. Obamas Website wird das Kernstück seiner Kampagne. Wer auf staatliche Wahlkampfgelder verzichtet, dessen Ausgaben sind auch nicht begrenzt. Obama macht davon Gebrauch. Der Schlüssel zu seinem Erfolg ist die Schaltfläche oben rechts. Donate now. Jetzt spenden. Die Wahlkampfausgaben stiegen seit 1980 stetig an. Aber dann stiegen sie 2008 viel stärker. Vor allem, weil Barack Obama auf staatliche Finanzierung verzichtete. Largely because Barack Obama opted out of our public financing system. Obama sammelt über 650 Millionen Dollar ein, davon 500 Millionen im Internet und das meiste in kleinen Beträgen. McCain dagegen treibt insgesamt nur knapp über 200 Millionen auf. Spielt Geld eine Rolle? Ja. Wenn die Botschaften beider Seiten vergleichbar sind, gewinnt der Kandidat mit mehr Geld. Wenn Sie registriert sind bei den Demokraten, dann bekommen Sie 3 E-Mails am Tag, in denen Sie aufgefordert werden, Mensch, jetzt rück noch mal $5 raus oder $10 oder $20. Und wenn Sie dann mal auf der Seite sind, dann sagen, ja komm, dann lass es 25 sein. Und das läppert sich natürlich über einen Zeitraum. Das Geld fließt, neben traditioneller Werbung, vor allem in die gezielte Ansprache kleiner Gruppen von Wählern. So schafft Obama den Weg ins Weiße Haus. Er bedient sich aller Möglichkeiten, die seine Zeit ihm bietet. Aber das Grundproblem privat finanzierter Wahlkämpfe bleibt. Es ist einfach unvermeidbar, dass ein weit überproportionaler Anteil des Geldes von einer sehr kleinen Schicht sehr reicher Leute kommt. Und das ist nicht demokratisch. Ein Präsidentschaftswahlkampf hierzulande ist heute eine Milliarden-Dollar-Sache. Die bei Null anfängt und in anderthalb oder zwei Jahren zu einer Milliardenfirma wird. Ich glaube, zu viel Geld, egal für welchen Kandidaten, ist nicht gut. Jeder versucht irgendwann zu betrügen. Sind wir in einem aufgeklärteren Zeitalter des Wahlkampfs angekommen? Ich glaube nicht. Nein. Die Methoden haben sich verändert. Das Ziel bleibt dasselbe. Viele Kandidaten bewerben sich. Am Ende zieht nur einer ins Weiße Haus. Die beiden letzten, die im Rennen bleiben, führen einen Kampf mit harten Bandagen.
Die Wähler werden umworben und beeinflusst. Sie werden ausgeforscht und manchmal manipuliert. In aller Welt wird diesen Wahlkampfmethoden nachgeeifert. Der Aufwand, den die Wahlkämpfer treiben, ist immens gestiegen. Aber wirklich planbar ist das Ergebnis nicht. Vor Überraschungen ist niemand sicher, denn am Ende entscheidet der Wähler allein. Unbekannter Mann. Der Gouverneur von Georgia kandidiert für die Demokraten. So ein Mann nach Watergate, das war wie ein Zug frische Luft.1976 hieß die Parole Authentizität. Und seitdem tragen die Kandidaten in jedem Wahlkampf diese Last, zu zeigen, wie natürlich und wie echt sie sind. Es ist jetzt eine völlig andere politische Welt, in der der Farmer aus Georgia wie eine erfrischende Alternative wirkt zu denen in Washington. Die gelten als Betrüger, halten ihre Versprechen nicht und lügen sogar. Eine der zentralen Sätze von Jimmy Carter war: Ich werde euch nicht belügen. Aber man sollte doch meinen, dass ein Präsidentschaftskandidat das nicht zu sagen braucht. He comes wearing jeans or simple sweaters, presenting himself really. Er kommt mit Jeans oder Pullover und präsentiert sich als das Gegenteil von einem hochgestochenen Politiker aus Washington. Regal Washington politician. Das Weiße Haus. Bislang konnte noch jeder, der hier saß, vom Amtsbonus profitieren. Diesmal ist es genau umgekehrt. There was a lot of calculation that went into. Aber Carters Image wurde auch sorgfältig aufgebaut. Manches, was er sagte, war nicht gelogen, aber es hatte den gewissen Dreh. Er nannte sich Erdnussfarmer und so trat er in den Wahlwerbespots auch auf. Da fuhr er mit bloßen Händen durch die Erdnüsse. Nun ja, er hatte einen Großhandel, der mit den Erdnüssen anderer Bauern handelte. Kurz gesagt, das Bild, das Carter von sich zeigt, ist halb wahr, halb künstlich. Es war künstlich in dem Sinn, dass er immerhin auch Atomphysiker war. Er war auf einem Atom-U-Boot gewesen und hatte Erfahrungen darin. Es war ein zutreffendes Bild insofern, als er tiefe religiöse Überzeugungen und einen einfachen Geschmack hatte. Of simple personal tastes, was war er gewitzt, schlau, ein ziemlich raffinierter Politiker. Ja, das alles. I've been governor of a small state for 12 years. In my state, when people lose their jobs, there's a good chance I'll know them by their names. When a factory closes, I know the people who ran it. Ich befragte Clinton über die Fernsehduelle. Er hatte dort immer ein paar witzige Bemerkungen auf Lager. Ich fragte ihn, waren die einstudiert? Er sagte, ja sicher. Er hatte eine ganze Menge davon. Und er ist der Einzige, der es zugegeben hat. Ich fragte Reagan, der hatte auch solche Bemerkungen auf Lager. Er sagte, nein, nein, das war alles spontan. Das glaubt doch niemand. Ein eigentlich nebensächlicher Moment wird zum Aufreger, an den sich alle erinnern werden. George Bush sieht auf die Uhr. Man kann das auf verschiedene Art verstehen. Die Sache fängt an, mich zu langweilen. Oder wie lange muss ich diese Fassade noch aufrechterhalten, bevor dieses verdammte Ding vorbei ist? Er hasste Fernsehduelle. Er sagte mir, wenn es nach mir ginge, gäbe es diese Debatten nicht. Da geht es nur um die Show.
Ah, er hat auf die Uhr gesehen. Danach sollte man nicht entscheiden, wer Präsident der USA wird. Die Entwicklung ging von 3 oder 4 Fernsehkanälen zu 50 bis 60. Heute haben wir natürlich Hunderte im Internet, aber damals war das der große Wandel. Das Fernsehen in Washington breitet sich immer mehr aus und verliert damit paradoxerweise seinen Einfluss auf die gesamte Gesellschaft. Neben den klassischen Networks gibt es neue Kanäle, die sich auf Nachrichtenprogramme spezialisieren. Mit zunehmender Zahl der Sender hat der relative Einfluss jedes Einzelnen abgenommen. Infolgedessen haben sie sich nicht mehr an das größtmögliche Publikum gerichtet, sondern nur noch an ein Publikum, das die eigene Meinung teilt. Das heißt, die Leute suchen nicht mehr so sehr Fakten, sie suchen ein Echo der eigenen Vorurteile. Man gerät damit in eine Art Echokammer. Damals war unser Gedanke, dass die 18- bis 24- oder sogar bis 30-Jährigen in den USA immer schon eine niedrige Wahlbeteiligung hatten. Wir fragten uns, warum engagieren die sich nicht? Und eine der Antworten war, dass sie keine normalen Fernsehnachrichten sehen. Bill Clinton spielt Saxophon. Musik ist ein Weg, um Jugendliche zu erreichen. Dazu muss er allerdings in Sendungen auftreten, die Politiker sonst meiden. Der Clinton ist in Kochsendungen und was weiß ich was gegangen. Hauptsache, die Leute konnten ihn erleben. Ab diesem Zeitraum anders verlaufen. Denn politisch und wirtschaftlich waren die letzten 8 Jahre ein Erfolg. George W. Bush, Gouverneur von Texas und Sohn des ehemaligen Präsidenten, ein reicher Mann, ist der Kandidat der Republikaner. Die Wirtschaft lief gut, das Land war im Frieden. Die Wahlkämpfer von Bush sagten immer, sie hätten eine schwierige Botschaft. Die Dinge stehen gut. Es ist Zeit für einen Wechsel. It's time for a change. Al Gore ist als steif verschrien. Also wollten sie ihn menschlicher machen. Und wenn man jemand, der als steif verschrien ist, menschlich machen will, dann sieht er einfach aus wie ein steifer Mensch, der versucht, sich menschlicher zu geben. Es funktionierte nicht sehr gut. Es war eigentlich schon eine Kunst, gegen ihn zu verlieren. Und das lässt sich nur erklären aus Fehlern in der Gore-Kampagne und natürlich Stärken in der Bush-Kampagne. Al Gore führt in den Umfragen. Aber er will mit Clintons Affären nicht in Verbindung gebracht werden. Das bremst ihn aus. Vizepräsident Gore hielt Abstand zu Bill Clinton. Viele Demokraten glauben, wenn Gore sich das Erbe der Clinton-Regierung mehr zu eigen gemacht hätte, dann wäre er zum Präsidenten gewählt worden. Bush dagegen erweist sich als Meister im Spendensammeln. George W. Bush galt nicht gerade als besonders helle, wie man so sagt. Als er ins Licht der Öffentlichkeit trat, war ihm gleichgültig, was die Elite und die Journalisten für die nötige Qualifikation eines Präsidenten halten. Ich fragte ihn einmal, was glauben Sie, qualifiziert Sie zum Präsidenten der USA? Er sagte, ich bin der Gouverneur eines sehr großen Staates. Ich bin Geschäftsmann, spende regelmäßig für eine Baseballmannschaft. Und er nannte noch andere eher triviale Dinge. Ich sagte, verzeihen Sie, Herr Gouverneur, das sind gute Qualifikationen für den Präsidenten des Kiwanis-Clubs. Hier geht es aber um die USA. Da gab er mir eine sehr clevere Antwort. Ich muss ja nicht der Qualifizierteste im ganzen Land sein. Es reicht, wenn ich der qualifizierteste Bewerber um die Präsidentschaft bin. Er ist ein sehr sympathischer Kerl, mit dem die Leute sich identifiziert haben. Ich kenne W. Bush seit seiner Kindheit. Zu meiner Überraschung kamen die Nachbarn und sagten, wir haben die Geschichte wohl ganz anders verlaufen. Denn politisch und wirtschaftlich waren die letzten 8 Jahre ein Erfolg.
George W. Bush, Gouverneur von Texas und Sohn des ehemaligen Präsidenten, ein reicher Mann, ist der Kandidat der Republikaner. Die Wirtschaft lief gut, das Land war im Frieden. Die Wahlkämpfer von Bush sagten immer, sie hätten eine schwierige Botschaft. Die Dinge stehen gut. Es ist Zeit für einen Wechsel. Al Gore ist als steif verschrien, also wollten sie ihn menschlicher machen. Und wenn man jemand, der als steif verschrien ist, menschlich machen will, dann sieht er einfach aus wie ein steifer Mensch, der versucht, sich menschlicher zu geben. Es funktionierte nicht sehr gut. Es war eigentlich schon eine Kunst, gegen ihn zu verlieren, und das lässt sich nur erklären aus Fehlern in der Gore-Kampagne und natürlich Stärken in der Bush-Kampagne. Al Gore führt in den Umfragen, aber er will mit Clintons Affären nicht in Verbindung gebracht werden. Das bremst ihn aus. Vizepräsident Gore hielt Abstand zu Bill Clinton. Viele Demokraten glauben, wenn Gore sich das Erbe der Clinton-Regierung mehr zu eigen gemacht hätte, dann wäre er zum Präsidenten gewählt worden. Bush dagegen erweist sich als Meister im Spendensammeln. George W. Bush galt nicht gerade als besonders helle, wie man so sagt. Als er ins Licht der Öffentlichkeit trat, war ihm gleichgültig, was die Elite und die Journalisten für die nötige Qualifikation eines Präsidenten halten. Ich fragte ihn einmal, was glauben Sie, qualifiziert Sie zum Präsidenten der USA? Er sagte, ich bin der Gouverneur eines sehr großen Staates. Ich bin Geschäftsmann, spende regelmäßig für eine Baseballmannschaft. Und er nannte noch andere eher triviale Dinge. Ich sagte, verzeihen Sie, Herr Gouverneur, das sind gute Qualifikationen für den Präsidenten des Kiwanis-Clubs. Hier geht es aber um die USA. Da gab er mir eine sehr clevere Antwort. Ich muss ja nicht der Qualifizierteste im ganzen Land sein. Es reicht, wenn ich der qualifizierteste Bewerber um die Präsidentschaft bin. Er ist ein sehr sympathischer Kerl, mit dem die Leute sich identifiziert haben. Ich kenne W. Bush seit seiner Kindheit. Zu meiner Überraschung kamen die Nachbarn und die Tatsache des Lebens. Washington hat einen neuen Präsidenten. Das TV-Duell macht den Sieger. Kennedy ist einer der jüngsten Präsidenten der amerikanischen Geschichte, der Vertreter einer neuen Generation. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. John F. Kennedy wird der erste Präsident des Medienzeitalters. Die Film- und Fernsehkameras, die seine Amtseinführung festhalten, sind aber erst der Anfang einer Entwicklung, die alle Demokratien der Welt tiefgreifend verändern wird. Der nächste Wahlkampf läuft an. Kennedy will für seine Wiederwahl Stimmung machen, Spenden sammeln und die Demokratische Partei der Südstaaten hinter sich vereinen. »200.000 Schaulustige sind in Dallas auf den Beinen. Am 22. November 1963 wird Kennedy ermordet. Durch die Ermordung Kennedys hat sich die Berichterstattung über den Präsidentenwahlkampf völlig verändert. Danach haben sie Reporter mitgeschickt und Fernsehteams fuhren mit den Kandidaten durchs ganze Land. Within 2 hours, Lyndon Baines Johnson had taken the oath of office and the command of a nation in shock and grief. Vizepräsident Lyndon B. Johnson rückt auf als neuer Präsident der USA. Er will jetzt auch vom Volk gewählt werden. Schon wenig später beginnt der Wahlkampf.
The following is a pre-recorded paid political announcement. In seiner Wahlwerbung bezieht sich Johnson auf die Ermordung Kennedys. Er trifft damit die Stimmung des Landes, das noch lange unter Schock steht. Aber natürlich will er auch von Kennedys Popularität profitieren. We have suffered a loss that cannot be waived. I will do my best. That is all I can do. I ask for your help and God's. In the dark days of last November, President Johnson expressed the nation's purpose. Do you want a man for president who's seasoned through and through, but not so doggone seasoned that he won't try something new? A man who's old enough to know and young enough to do. Well, it's up to you, it's up to you, it's strictly up to you. Die Spots sollen vor allem eines, den Zuschauern immer wieder den Namen des Kandidaten einhämmern. Kennedy galt ein wenig als Leichtgewicht, als Playboy, ein hübscher Kerl, der die Damen mochte, Sie wissen schon. Ein paar Gesetzentwürfe trugen seinen Namen, aber er galt im Senat nicht gerade als großer Gesetzgeber. Richard Nixon dagegen stellt seine internationale Erfahrung in den Mittelpunkt seiner Fernsehwerbung, ganz traditionell vorgetragen. What is the most important issue confronting the American people in this election campaign? There's no question about the answer that I have found in traveling all over this nation. Above everything else, the American people want leaders who will keep the peace without surrender for America and the world. Vote for Nixon and Lodge, November 8th. Nixon setzt auf seinen Amtsbonus als Vizepräsident. Und genau dort findet Kennedys Wahlkampfteam einen Schwachpunkt zum Angreifen. Denn schließlich war Nixon immer nur der zweite Mann. Every Republican politician wants you to believe that Richard Nixon is, quote, experienced. They even want you to believe that he has actually been making decisions in the White House. But listen to the man who should know best, the President of the United States. A reporter recently asked President Eisenhower this question about Mr. Nixon's experience. I just wondered if you could give us an example of a major idea of his that you had adopted in that role as the decider and final. If you give me a week, I might think of one. I don't remember because President Eisenhower could not remember, but the voters will remember. For real leadership in the '60s, help elect Senator John F. Kennedy president. There's a fine line about. Für den negativen Wahlkampf gibt es eine feine Grenze. Manchmal funktioniert es und deshalb wird es schließlich gemacht. Aber manchmal gehen die Angriffe zu weit. Und dann kehrt es sich um und richtet sich gegen den Angreifer. Es gibt dafür keine allgemeingültige Regel. Kennedy ist umstritten, weil das Geld seines Vaters ihm den Weg zu ebnen scheint. Aber er verbreitet Aufbruchstimmung. Und er kann gut reden. Seine griffigen Formulierungen gegen das Clean Water Gesetz sogar zweimal. Der überparteiliche Bund der Umweltwähler hat Mike Dukakis unterstützt. Wenn Bush über die Umwelt redet, denken Sie daran, was er der Umwelt angetan hat. Zum ersten Mal lässt sich in diesem Jahr beweisen, dass Wähler sich durch Werbung umentscheiden, wenn die andere Seite nicht angemessen antwortet. Dukakis glaubte nicht, dass ihm diese Spots etwas anhaben könnten. Als er den Irrtum bemerkte, war es zu spät, etwas dagegen zu tun. Ich fragte Dukakis, warum er nicht mehr tat, um aufzuholen. Er sagte, es ist ja noch genug Zeit. Und ich sagte, Herr Gouverneur, Sie kapieren es nicht. Das war sehr unhöflich von mir und es tat mir später leid. Aber statt genauso unhöflich zu antworten, Mr. Koppel, Sie kapieren es selbst nicht, hätte er mich härter angegangen, hätte er vielleicht ein paar Stimmen gewonnen. Aber er war eher lahm. Er nahm den Kampf nicht an. Ich glaube, die amerikanische Öffentlichkeit hat das gespürt.
Beim Thema Kriminalität ging es besonders scharf zu. Die Kriminalität war damals in vielen Städten ein großes Problem. Man traute sich nachts kaum noch auf die Straße. Bush und Dukakis über Verbrechen. Bush ist für die Todesstrafe bei Mord. Dukakis ist gegen die Todesstrafe. Er ließ auch noch zu, dass Mörder am Wochenende Freigang bekommen. Einer war Willie Horton. Er hat einen Jungen ermordet, 19 Mal auf ihn eingestochen. Zu lebenslänglich verurteilt bekam Horton 10 Mal Wochenendfreigang. Horton kidnappte ein junges Paar, er stach den Mann und vergewaltigte mehrfach seine Freundin. Wochenendfreigang, Dukakis und Verbrechen. Der Vorwurf gegen Mike Dukakis lautete, er hätte diese Tat unterstützt. Manche Methoden in diesem Wahlkampf waren sehr schäbig. Und sie haben manche vorbereitet, die später kamen. Manche glauben, dass Wahlkämpfe in den USA immer schmutziger und schlimmer werden. Aber das stimmt nicht. Der Wahlkampf 1988 war schmutzig, besonders auf Seiten der Republikaner. Wenn schmutzig bedeutet, ungerechtfertigt, unwahr, aggressiv, mit hoher Reichweite, also sehr wirksam. Trotz der aggressiven Werbespots kommt es beim Fernsehduell nicht zum Eklat. Bush sieht sich schon als Sieger. Aber auch Dukakis ist überzeugt, dass er recht hat. Die Leute suchen nicht mehr so sehr Fakten, sie suchen ein Echo der eigenen Vorurteile. Man gerät damit in eine Art Echokammer. So that you get people in kind of an echo chamber. Damals war unser Gedanke, dass die 18- bis 24- oder sogar bis 30-Jährigen in den USA immer schon eine niedrige Wahlbeteiligung hatten. Wir fragten uns, warum engagieren die sich nicht? Und eine der Antworten war, dass sie keine normalen Fernsehnachrichten sehen. Bill Clinton spielt Saxophon. Musik ist ein Weg, um Jugendliche zu erreichen. Dazu muss er allerdings in Sendungen auftreten, die Politiker sonst meiden. Der Clinton ist in Kochsendungen und was weiß ich was gegangen. Hauptsache, die Leute konnten ihn erleben. Ab diesem Zeitraum, das war ziemlich genau, ab 92 hat sich das in allen Kampagnen im Prinzip durchgezogen. Clintons Familienleben spielt in diesem Wahlkampf eine besondere Rolle. Denn da gibt es Probleme. Im Vorfeld der Wahlen von 1992 wurde der Ruf Clintons als Frauenheld bekannt und man sprach darüber. Als diese Beschuldigungen ans Licht kamen, Dezember 91, Januar 92, dachten viele von uns, okay, bald sind wir unsere Arbeit los und fühlten uns entsprechend mies. Hillary Clinton schlug sich tapfer in einem Interview der Sendung 60 Minutes. Sie sagte, er ist mein Mann, er hat sich gebessert, unsere Ehe ist intakt. Sie hat sich ihrem Mann gegenüber eben sehr kollegial verhalten. Sie hat das alles mitgemacht. Ich weiß nicht, ich möchte sie nicht in seiner Haut gesteckt haben, dann abends zu Hause. Aber in der Öffentlichkeit hat das alles sehr gut ausgesehen. Hillary and I went on national television and basically acknowledged that we'd had some problems in our marriage and we were proud of the fact that we'd been able to keep it together. When the show aired, Chelsea wanted to watch it, so the three of us went upstairs and sat down and watched it together. It was pretty painful, you know, to have your child watch that. And after it was over, I looked at her and I said, what do you think? And she said, I think I'm glad you're my parents. People like to see... Die Leute sehen gern einen Mann, der sich nach einem schlimmen Moment seines Lebens aufrichtet, den Staub abklopft, ein Lächeln aufsetzt und wieder an die Arbeit geht. Das muss man bewundern. Die Amerikaner taten. Is it easier for you to go and buy things in the stores than it was four years ago? Is there more or less unemployment in the country than there was four years ago?
Einer der Gründe für Reagans erfolgreiches Auftreten in der Debatte, er hat die Situation gründlicher trainiert als Carter. Die Vorbereitung muss eine Atmosphäre von Konfrontation erzeugen, sodass der Kandidat ein Gefühl für die Herausforderung bekommt. Im wahren Leben passiert so etwas ja nicht oft. Plötzlich sitzen drei Reporter vor einem, die man gar nicht kennt, und sagen, das kommt mir nicht besonders intelligent vor, Herr Präsident. Oder Ihre Gegner sagen, Sie könnten nicht gleichzeitig gehen und Kaugummi kauen. Was sagen Sie dazu? Man muss ihn also auf das Fernsehduell einstimmen. Das wird gefilmt, das wird analysiert, wird sich richtig zurückgezogen zum Teil. Obwohl der Kalender natürlich voll ist, wird da richtig, richtig viel Zeit investiert, weil alle wissen, wenn das schief geht, ein falscher Moment, eine falsche Antwort, dann kann die ganze Kampagne in Bach runtergehen. Carter bringt immer wieder seine Familie ins Spiel. Er lässt sogar zu, dass er mit Kamera und Mikrofon in den Privaträumen des Weißen Hauses beobachtet wird. Eine alte Wahlkampfstrategie wird weitergetrieben. Persönlichkeit und Nähe statt Politik. I had a discussion with my daughter Amy the other day before I came here to ask her what the most important issue was. She said she thought nuclear weaponry. Es wirkte unpassend, dass ein US-Präsident sich bei einem so schweren politischen Thema auf seine Tochter bezieht und das Gespräch mit ihr ernst nimmt. Of course he didn't mean that. Natürlich hat er das nicht so gemeint. Es war eine unbeholfene Äußerung. Aber allein, dass er seine Tochter in Verbindung mit Politik brachte, hat ihm etwas geschadet. Vor dem Fernsehduell hatte irgendjemand den Leuten, die Reagan auf die Fernsehdebatte vorbereiteten, heimlich einen Stapel Briefingpapiere gegeben, mit denen Carter von seinen Leuten vorbereitet wurde. That had come from the Carter campaign that we had been used to prepare Carter. I don't think they had much impact on the debate. Ich glaube nicht, dass das die Debatte sehr beeinflusst hat. Aber es war für die Öffentlichkeit ein guter Skandal und wurde ziemlich wirksam eingesetzt. So in dem Sinn, dass die Leute dachten, wozu sind die noch fähig? Wenn sie am einen Tag Papiere stehlen, dann stehlen sie am nächsten Tag vielleicht atomare Geheimnisse. Nuclear secrets the next, that kind of thing. Marlon Fitzwater gehörte später selbst zum Wahlkampfteam von Ronald Reagan zunächst bis 1960. Dann stiegen sie 1964 etwas an. Und 1968 gingen sie steil nach oben und stellten einen neuen Rekord auf. Kurz nach dem Wahlkampf erscheint ein Buch mit dem Titel The Selling of the President, etwa wie man einen Präsidenten verkauft. Verpackung ist für Präsidentschaftswahlkämpfe zentral, ebenso wie für jede Firma, die eine Markenidentität schaffen will. Da gibt es keinen Unterschied, außer dass man jemanden in das höchste Amt der USA wählt. Nixons Strategie ist erfolgreich. Er gewinnt die Wahl 1968. Nach 8 Jahren haben die Republikaner das Weiße Haus wieder gewonnen. 1972 wollen sie es verteidigen. Es gibt neue Sorgen. Die Wirtschaft macht Probleme. Hohe Inflation, steigende Arbeitslosigkeit. Und Nixons größtes Problem? Er hat versprochen, den Vietnamkrieg zu beenden. Bisher erfolglos. Seine Zustimmungswerte in den Umfragen sinken zunächst. In der 72er-Wahl konnte Nixon eine seiner Stärken ausspielen. Er hatte nämlich ein recht gutes Verständnis von Geopolitik. Kurz vor Beginn der heißen Wahlkampfphase schreibt Nixon Weltgeschichte. Als erster Staatsmann des Westens trifft er Mao Zedong, den kommunistischen Diktator. Willkommener Nebeneffekt, Nixon ist in allen Medien. Man nimmt ja nicht 110 Reporter und Techniker mit, wenn man das unter den Deckel halten will. Er nahm uns alle mit, weil er breite, detaillierte Berichterstattung wollte.
Damit ergibt sich zugleich ein neuer Ansatzpunkt für Nixons Wahlkampagne. Die Fernsehnachrichten, die ins Wohnzimmer kamen, und die Live-Berichterstattung, die manche Kanäle schon hatten, wurde durch Wahlwerbung noch verstärkt. In diesem Wahlkampf wurden Nachrichten und Wahlwerbung erstmals so verzahnt, dass sie sich gegenseitig verstärkt haben. The trip to China has indeed fulfilled its purpose. The beginning of a relationship between the two great powers. If the entire trip were to be reduced to this one handshake, it is worth it for that alone. President Nixon has opened the door. Now the work must continue. This thing to be covered and covered in great detail. Damit ergibt sich zugleich ein neuer Ansatzpunkt für Nixons Wahlkampagne. Die Fernsehnachrichten, die ins Wohnzimmer kamen, und die Live-Berichterstattung, die manche Kanäle schon hatten, wurde durch Wahlwerbung noch verstärkt. In diesem Wahlkampf wurden Nachrichten und Wahlwerbung erstmals so verzahnt, dass sie sich gegenseitig verstärkt haben. The trip to China has indeed fulfilled its purpose. The beginning of a relationship between the two great powers. If the entire trip were to be reduced to this one handshake, it is worth it for that alone. President Nixon has opened the door. Now the work must continue. Beliebt sind auch sogenannte Straßenumfragen. I think President Nixon is terrific. I think the president is doing a fine job and has taken his job very seriously. You better believe it. I am going to vote for President Nixon. America needs President Nixon. And he needs you. I think he's done. Bis die Antworten so leicht und spontan aufgenommen sind, ist harte Arbeit erforderlich. That we have now that we haven't had before. Okay, I wonder if you could answer me that once again, but a little tighter, a little shorter. What do you think of President Nixon as a president? Start it again, since the president's been in power. No way, no, that's and not. The president said he's going to bring home the troops from Vietnam. Right. All right, let me ask you that again, see if you can make it a little bit tighter. Want to do it once again? How would you like me shorter, to say it? Just shorter. Just try it again. Show me again. Tell me. No. I don't know how to say it. Forget how it. Can you say it shorter? Yeah. All right, now do the same thing and look right at the camera when you do it. You better believe it. I am going to vote for President Nixon. Thanks very much. That's great. Die nachwachsende Generation stellt die Werte des Hardliners Nixon immer mehr in Frage. Das ist die Klientel des demokratischen Gegenkandidaten George McGovern. McGoverns Nominierung kam überraschend. Anfangs hatte niemand an ihn gedacht. Aber die Demokratische Partei war über Vietnam zerstritten. Und als einer der stärksten Antikriegskandidaten konnte er sich durchsetzen. I accept your nomination with a full and grateful heart. Aber die Demokraten rückten dadurch nach links und in der Mitte blieb viel Platz für Richard Nixon. McGovern besucht junge Vietnam-Veteranen im Lazarett und macht daraus einen Wahlkampfspot. Im neuen Stil gedreht, mitten im Geschehen. I benefited from the GI Bill of Rights at the end of World War II. I was able to go to Northwestern University. I went through and got a PhD at the government's expense. Auf seiner Vergangenheit, die gegen ihn arbeiteten. Deshalb haben die Bush-Wahlkämpfer wohl unterschätzt, was er konnte und wie gut er war. Für die Wahl 1992 war die Wirtschaft entscheidend. Clintons Strategen hatten ein Schild an der Wand. Es geht um die Wirtschaft, Dummkopf. I think the "It's the economy, stupid" tagline did help kind of. Dieser Slogan half allen, sich darauf zu konzentrieren, was unser Thema war. Es ist immer gut, etwas zu haben, das das große Ziel einfach zusammenfasst. It's the economy, stupid. Das bahnte sich seinen Weg und schärfte vielen das Bewusstsein. Das ist dann erfolgt in einer Konzentration, wie ich es auch noch nie zuvor erlebt hatte. Also es war wirklich so, dass fast jeder Satz, der irgendwo in eine Kamera geäußert wurde, hatte was mit Wirtschaftspolitik zu tun. Das heißt, es wurde am Ende so eingehämmert und an jede Formulierung irgendwo mit drangehängt, ob das jetzt großartig Sinn machte oder nicht, dass auf jeden Fall beim Zuschauer oder Zuhörer übrig bleibt, Bush hat von Wirtschaft keine Ahnung.
Bush hatte in seinem ersten Wahlkampf den einprägsamen Satz gesagt: Nehmt mich beim Wort, keine neuen Steuern. Und doch die Steuern erhöht. And if Congress wants to raise the taxes, I'll stare them right in the eye, as I did with the American people the other night, and say what I said in New Orleans. Read my lips. No new taxes. Bush hat sein Wort nicht gehalten. Das ist eine Vorlage, die Bill Clinton und sein Wahlkampfteam genüsslich aufgreifen. 1988. Read my lips. No new taxes. Then George Bush signed the second biggest tax increase in American history. Read my lips. George Bush increased taxes on the middle class. Bush doubled the beer tax and increased the gas tax by 56%. Now George Bush wants to give a $108,000 tax break to millionaires. $108,000. Guess who's going to pay? We can't afford four more years. Die Arbeit in Clintons Wahlkampfteam folgt modernsten Methoden. Aber sie ist auch äußerst anstrengend. I must have worked. Ich habe wohl 6,5 Tage die Woche gearbeitet, etwa ein Jahr lang, als ich im Wahlkampfteam war. Ich habe in meinem Leben nie so hart gearbeitet wie im Wahlkampf. Der Einsatz ist total. Dieses Zusammenbringen aller Kräfte in einem großen Bürogebäude, die Politik der offenen Türen, dass jeder einen Vorschlag machen konnte. Auch ich konnte da einfach Ideen reingeben und die wurden entweder angenommen oder verworfen oder was auch immer. Es gab keine Hierarchie, das war schon neu. Im Clinton-Team gab es die Rapid Response, schnelle Antwort. Er hasste Fernsehduelle. Er sagte mir, wenn es nach mir ginge, gäbe es diese Debatten nicht. Da geht es nur um die Show. Bah, er hat auf die Uhr gesehen. Danach sollte man nicht entscheiden, wer Präsident der USA wird. Die Entwicklung ging von 3 oder 4 Fernsehkanälen zu 50 bis 60. Heute haben wir natürlich Hunderte im Internet, aber damals war das der große Wandel. Das Fernsehen in Washington breitet sich immer mehr aus und verliert damit paradoxerweise seinen Einfluss auf die gesamte Gesellschaft. Neben den klassischen Networks gibt es neue Kanäle, die sich auf Nachrichtenprogramme spezialisieren. Mit zunehmender Zahl der Sender hat der relative Einfluss jedes Einzelnen abgenommen. Infolgedessen haben sie sich nicht mehr an das größtmögliche Publikum gerichtet, sondern nur noch an ein Publikum, das die eigene Meinung teilt. Das heißt, die Leute suchen nicht mehr so sehr Fakten, sie suchen ein Echo der eigenen Vorurteile. Man gerät damit in eine Art Echokammer. Damals war unser Gedanke, dass die 18- bis 24- oder sogar bis 30-Jährigen in den USA immer schon eine niedrige Wahlbeteiligung hatten. Wir fragten uns, warum engagieren die sich nicht? Und eine der Antworten war, dass sie keine normalen Fernsehnachrichten sehen. Bill Clinton spielt Saxophon. Musik ist ein Weg, um Jugendliche zu erreichen. Dazu muss er allerdings in Sendungen auftreten, die Politiker sonst meiden. Der Clinton ist in Kochsendungen und was weiß ich was gegangen. Hauptsache, die Leute konnten ihn erleben. Ab diesem Zeitraum, das war ziemlich genau, ab 92 hat sich das in allen Kampagnen im Prinzip durchgezogen. Clintons Familienleben spielt in diesem Wahlkampf eine besondere Rolle. Denn da gibt es Probleme. Im Vorfeld der Wahlen von 1992 wurde der Ruf Clintons als Frauenheld bekannt. Und man sprach darüber. Als diese Beschuldigungen ans Licht kamen, Dezember 91, Januar 92, dachten viele von uns, okay, bald sind wir unsere Arbeit los und fühlten uns entsprechend mies. Hillary Clinton. Hillary Clinton schlug sich tapfer in einem Interview der Sendung 60 Minutes. Sie sagte, er ist mein Mann, er hat sich gebessert, unsere Ehe ist intakt. Sie hat sich
Ihrem Mann gegenüber eben sehr... Das ist intelligent vor, Herr Präsident. Oder Ihre Gegner sagen, Sie könnten nicht gleichzeitig gehen und Kaugummi kauen. Was sagen Sie dazu? Man muss ihn also auf das Fernsehduell einstimmen. Das wird gefilmt, das wird analysiert, wird sich richtig zurückgezogen zum Teil. Obwohl der Kalender natürlich voll ist, wird da richtig, richtig viel Zeit investiert, weil alle wissen, wenn das schief geht, ein falscher Moment, eine falsche Antwort, dann kann die ganze Kampagne in Bach runtergehen. Carter bringt immer wieder seine Familie ins Spiel. Er lässt sogar zu, dass er mit Kamera und Mikrofon in den Privaträumen des Weißen Hauses beobachtet wird. Eine alte Wahlkampfstrategie wird weitergetrieben. Persönlichkeit und Nähe statt Politik. I had a discussion with my daughter Amy the other day before I came here to ask her what the most important issue was. She said she thought nuclear weaponry. Es wirkte unpassend, dass ein US-Präsident sich bei einem so schweren politischen Thema auf seine Tochter bezieht und das Gespräch mit ihr ernst nimmt. Of course he didn't mean that. Natürlich hat er das nicht so gemeint. Es war eine unbeholfene Äußerung. Aber allein, dass er seine Tochter in Verbindung mit Politik brachte, hat ihm etwas geschadet. Vor dem Fernsehduell hatte irgendjemand den Leuten, die Reagan auf die Fernsehdebatte vorbereiteten, heimlich einen Stapel Briefingpapiere gegeben, mit denen Carter von seinen Leuten vorbereitet wurde. That had come from the Carter campaign that we had been used to prepare Carter. I don't think they had much impact on the debate. Ich glaube nicht, dass das die Debatte sehr beeinflusst hat. Aber es war für die Öffentlichkeit ein guter Skandal und wurde ziemlich wirksam eingesetzt. So in dem Sinn, dass die Leute dachten, wozu sind die noch fähig? Wenn sie am einen Tag Papiere stehlen, dann stehlen sie am nächsten Tag vielleicht atomare Geheimnisse. Nuclear secrets the next, that kind of thing. Marlon Fitzwater gehörte später selbst zum Wahlkampfteam von Ronald Reagan. Wir haben Leute aus der Regierung eingeteilt, Kabinettsmitglieder, hochrangige Mitarbeiter des Präsidenten, die jeden Reporter aufsuchten. Zu jedem Reporter ging einer und sagte, na, unser Mann hat das doch toll gemacht, oder? So haben wir die Botschaft verbreitet. Denn die Debatte im Presseraum war fast so wichtig wie die eigentliche Debatte. Reagan erringt einen Erdrutschsieg. Carter ist der erste Präsident seit fast 50 Jahren, der aus dem Amt gewählt wird. Aber der 13 Jahre ältere Außenseiter Reagan hatte das bessere Versprechen. Amerika kommt wieder zu alter Stärke. Aller Kräfte in einem großen Bürogebäude, die Politik der offenen Türen, dass jeder einen Vorschlag machen konnte. Auch ich konnte da einfach Ideen reingeben und die wurden entweder angenommen oder verworfen oder auch immer. Es gab keine Hierarchie, das war schon neu. Im Clinton-Team gab es die Rapid Response, schnelle Antwort. Man hatte aus dem Scheitern von Dukakis gelernt. Wenn man angegriffen wird, muss man sofort zurückschlagen. Auch andere Techniken sind damals neu, wenn auch viel langsamer. I hope you'll share this film with your friends and family members. I hope you'll bring people into your home and talk to them about the film. Es wurden VHS-Kassetten verteilt, das galt damals noch als ziemlich innovativ. Es wurde das Programm auf Hörkassetten, also heute würde man Hörbuch dazu sagen, was auch relativ neu war. Es wurden schon für damalige Verhältnisse neue Kanäle bedient, aber heute sieht das alles ein bisschen verstaubt aus. Ja. I was born in a little town called Hope, Arkansas, 3 months after my father died. It was a wonderful little small town, where, you know, it seemed that everybody knew everybody else. Some people think that Bill must have been born wealthy and raised wealthy, you know, that he had all of the privileges that you could ever imagine. Well, you know, instead of being born with a silver spoon in his mouth, he was really born into a house that had an outhouse in the backyard. It was in July of 1963 that I went to Washington and met President Kennedy at the Boys Nation program. And he came out and, you know, made a few little comments. We were all standing there in alphabetical order, so Arkansas was near the front of the line, and I was the biggest kid there. So I made sure that I got to shake hands with him. And I remember just
thinking what an incredible country this was, that somebody like me, who came from a little town in Arkansas, who, you know, had no money, no political position or anything, would be given the opportunity to meet the president. Talkshows werden immer beliebter. Neben den üblichen TV-Duellen gibt es jetzt ein neues Format, in dem ganz normale Bürger die Kandidaten befragen dürfen. Es ist ein Jahr mit drei Präsidentschaftskandidaten: Ross Perot, George Bush und Bill Clinton. Die Vorbereitung darauf, mit dem Unerwarteten fertig zu werden, das interessiert die Leute. Schafft dieser Mensch das? Das wollen die Leute sehen. Für Bush sind unerwartete Fragen einfacher Menschen im Publikum tatsächlich eine Herausforderung. Er weicht aus und spricht ein bisschen von oben herab, ganz der amtierende Präsident. Anders Bill Clinton. Er macht ein paar Schritte auf die Fragestellerin zu und gibt ihr schon damit das Gefühl, auf sie einzugehen. Aufsuchten. Zu jedem Reporter ging einer und sagte, na, unser Mann hat das doch toll gemacht, oder? So haben wir die Botschaft verbreitet. Denn die Debatte im Presseraum war fast so wichtig wie die eigentliche Debatte. Reagan erringt einen Erdrutschsieg. Carter ist der erste Präsident seit fast 50 Jahren, der aus dem Amt gewählt wird. Aber der 13 Jahre ältere Außenseiter Reagan hatte das bessere Versprechen. Amerika kommt wieder zu alter Stärke. Und der Vize des neuen Präsidenten Ronald Reagan heißt George Bush. Good evening. On behalf of the Commission on Presidential Debates, I am pleased to welcome you to this first presidential debate of the 1988 campaign. I'm Jim Lehrer of the McNeil-Lehrer NewsHour. The candidates are Vice President George Bush, the Republican nominee, Governor Michael Dukakis, the Democratic nominee. George H. W. Bush, much taller. George Bush ist viel größer als Michael Dukakis. Dessen Leute hatten eine kleine Kiste ausgehandelt, auf der Dukakis stehen konnte. Damit waren sie nicht gleich groß, aber der Größenunterschied war damit nicht mehr so deutlich. Keiner von ihnen war ein begnadeter Kandidat. Aber für Bush hat ein besseres Team gearbeitet. To the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea. George Bush setzt zunächst auf Wohlfühlwerbung. Nicht viel anders, als ob es um eine Windelmarke ginge. Er baut sich ein Image als gütige Vaterfigur. You see. Man sieht die gesofteten Bilder auf Film, die Enkel auf der Wiese beim Picknick mit den Eltern und Großeltern Bush. Man sieht Bush eine Enkelin hochheben, so ein niedliches Kind. Und man sagt sich, was für ein herrlicher Großvater. Michael Dukakis, der Kandidat der Demokratischen Partei, ist Gouverneur von Massachusetts. Dort gilt er als durchaus erfolgreich. Dukakis war ein vernünftiger, kompetenter Bursche, aber nicht sehr dynamisch. Er hatte keine besondere Vision, George Bush aber auch nicht. Es hatte zwei Reagan-Wahlen mit hohen Siegen gegeben. Normalerweise hätten die Demokraten gesiegt, denn nachdem eine Partei 8 Jahre lang die Macht hatte, gibt es so eine Stimmung, lasst uns mal die andere Partei versuchen. But we know in our hearts, we are ready for change, we are ready to come together, and in this election, we are ready to believe again. Thank you, Iowa. Mancher Zuhörer fühlt sich durch Obamas Tonfall im Wahlkampf an die afroamerikanische Kirche erinnert. Der republikanische Gegenkandidat, John McCain aus Arizona, Senator wie Obama, allerdings schon seit über 20 Jahren. Keiner der beiden Kandidaten hat als Präsident oder Vizepräsident Erfahrung gesammelt. Gestritten wird vor allem über McCains Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Sarah Palin. Denn ihr wird als Gouverneurin von Alaska Amtsmissbrauch und Verschwendung vorgeworfen. I welcome you to the first of the 2008 presidential debates. McCain gegen Obama.
Zwei Kandidaten aus verschiedenen Welten. McCain hat Obama gar nicht angesehen. Ich habe ihn mehrmals dazu ermuntert, bis ich es aufgegeben habe, vor allen Leuten, vor der ganzen Welt. I'm just determined to get you all to talk to each other. I'm going to try. McCain hat Obama einfach nicht angesehen, seinen Namen nicht genannt. Das hat ihm schrecklich geschadet. McCain war ein älterer Kandidat, der durch Folter und einen Flugzeugabsturz in seiner Dienstzeit als Pilot in Vietnam verwundet war. Er ging etwas unbeholfen und konnte einen Arm nur eingeschränkt benutzen. Um das zu betonen, haben Obamas Wahlkämpfer die Bilder in Zeitlupe gezeigt, damit er schwach aussieht. McCain fasst seinen Gegner allerdings auch nicht mit Samthandschuhen an. Hochseebohrungen lassen den Benzinpreis heute nicht sinken. John McCains dreimonatige Benzinsteuerbefreiung ist keine gute Idee. John McCain kommt wieder mit den alten Mätzchen. Für mich ist Atomenergie keine Option. Ich bin kein Befürworter der Atomenergie. Obama hat 2008 die Möglichkeiten des Internets sehr wirksam genutzt. Die sozialen Medien. Er hatte YouTube-Videos, zum Beispiel Yes We Can, das sich wie ein Virus verbreitet hat. Alle haben es angeklickt und an ihre Freunde weitergeschickt. Yes We Can! Yes We Can! The opportunity! Allein in der ersten Woche wird der Clip fast 10 Millionen Mal angeklickt. Die Nixon-Wahlkämpfer appellieren an eine Sicht der Jugend, die dem Selbstbild der Jugendkultur entgegengesetzt ist. Sie wenden sich an die Älteren und sagen, ihr braucht keine Angst vor der Jugend zu haben. Wenn ich Präsident bin, wird alles gut. Die jungen Leute in dem Spot sind glücklich. Sie lächeln in sonniger Umgebung. Sie randalieren nicht und protestieren nicht gegen den Krieg. Viele junge Leute helfen freiwillig im Wahlkampf mit. Hausbesuche waren schon immer ein wichtiges Mittel, um die Bürger überhaupt in die Wahllokale zu bringen. Aber um die Massen in Bewegung zu setzen, stellen sich die Wahlkampfteams immer professioneller auf. 1968 ist das Jahr, in dem immer mehr professionelle Berater in den Präsidentschaftswahlkämpfen auftauchen. Es gibt jetzt Leute, die sagen, ich bin Wahlkampfberater. Sie sind spezialisiert, veranstalten Umfragen und Testgruppen, wissen, was die Leute hören wollen und produzieren maßgeschneiderte, vorab getestete Werbung. Das bedeutet das Wort Spin-Doktor. Vor allem Nixons Republikaner führen vor, was die Professionalisierung des Wahlkampfs bedeutet. Der Nixon-Wahlkampf war perfekt organisiert. Bei Nixon kam man ins Hotel. Die Koffer standen schon vor der Zimmertür, wenn man ankam. Alles war auf die Minute organisiert. Am nächsten Morgen lag die Zeitung vor dem Hotelzimmer. The newspaper would be in front of your hotel room the next morning. Der Humphrey-Wahlkampf war ein Desaster. Alle Koffer standen unten in der Halle. Wir gehen in unsere Zimmer und warten. Die Koffer kommen nicht. Wir gehen runter und hören, die Hotelpagen fassen die Koffer nicht an. Denn das letzte Mal, als Humphrey hier war, haben sie kein Trinkgeld bekommen. They didn't tip them. Nixon lehnt es ab, gegen Humphrey live im Fernsehen zu debattieren. Seine Berater achten darauf, dass er nur in kontrollierbaren Situationen auftritt. Stattdessen lässt er Befragungen inszenieren, sogenannte Town Hall Meetings. Nixon hielt eine Reihe von Town Hall Meetings ab. Und da gab es ein Podium. Eine Hausfrau, ein Klempner, ein Arzt, ein afroamerikanischer Taxifahrer. Und wir von den Medien haben recherchiert, ob Nixons Leute das Podium nicht manipuliert hatten. Also, saßen auf dem Podium Nixon-Anhänger?
Wir haben nie etwas herausgefunden. Good evening. On behalf of the Commission on Presidential Debates, I am pleased to welcome you to this first presidential debate of the 1988 campaign. I'm Jim Lehrer of the McNeil-Lehrer NewsHour. The candidates are Vice President George Bush, the Republican nominee, Governor Michael Dukakis, the Democratic nominee. George W. Bush, much taller. George Bush ist viel größer als Michael Dukakis. Dessen Leute hatten eine kleine Kiste ausgehandelt, auf der Dukakis stehen konnte. Damit waren sie nicht gleich groß, aber der Größenunterschied war damit nicht mehr so deutlich. Keiner von ihnen war ein begnadeter Kandidat. Aber für Bush hat ein besseres Team gearbeitet. To the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea. George Bush setzt zunächst auf Wohlfühlwerbung. Nicht viel anders, als ob es um eine Windelmarke ginge. Er baut sich ein Image als gütige Vaterfigur. You see. Man sieht die gesofteten Bilder auf Film, die Enkel auf der Wiese beim Picknick mit den Eltern und Großeltern Bush. Man sieht Bush eine Enkelin hochheben, so ein niedliches Kind. Und man sagt sich, was für ein herrlicher Großvater. Michael Dukakis, der Kandidat der Demokratischen Partei, ist Gouverneur von Massachusetts. Dort gilt er als durchaus erfolgreich. Dukakis war ein vernünftiger, kompetenter Bursche, aber nicht sehr dynamisch. Er hatte keine besondere Vision, George Bush aber auch nicht. Es hatte zwei Reagan-Wahlen mit hohen Siegen gegeben. Normalerweise hätten die Demokraten gesiegt, denn nachdem eine Partei 8 Jahre lang die Macht hatte, gibt es so eine Stimmung, lasst uns mal die andere Partei versuchen. Dukakis führte in den Umfragen, bis die Bush-Leute ihre Spots sendeten. As a candidate, Michael Dukakis called Boston Harbor an open sewer. As governor, he had the opportunity to do something about it, but chose not to. The Environmental Protection Agency called his lack of action the most expensive public policy mistake in the history of New England. Now, Boston Harbor, the dirtiest harbor in America, will cost residents $6 billion to clean. Wie sich herausstellt, wurden Bilder für diesen Fernsehspot an ganz anderen Orten gedreht. Die Fälschung wird bald offenkundig. Aber Dukakis schlägt nicht zurück, sondern antwortet mit seit seiner Kindheit. Zu meiner Überraschung kamen die Nachbarn und sagten, wir mögen den. Er redet gerade heraus. Er sagt, wie es ist. Wir verstehen, was er sagt, was er mag und nicht mag. Man hat die Schlichtheit von George W. Bush wirklich zu seiner Tugend gemacht. Man hat ihn im Prinzip glatt geschliffen, man hat ihm seine Cowboy-Mentalität erhalten und man hat ihn gegen diesen Snob-Gore im Prinzip positioniert, gegen diesen Umweltfreak, und der da so komische Sachen machen will, und hat damit tatsächlich das Heartland gewonnen, aber natürlich auch tatsächlich die Gore-Kampagne an vielen Punkten auch in eine Bedrängnis gebracht, in der sie nicht hätte sein müssen. Al Gore setzt vor allem auf das Thema Umweltpolitik. Aber er unterschätzt seinen Gegner. George W. Bush dagegen versucht nicht, in der Öffentlichkeit ein anderer zu sein, als er wirklich ist. Das gibt ihm Glaubwürdigkeit im engsten Wahlkampfrennen aller Zeiten. Er hat nicht die Mehrheit der Stimmen gewonnen, aber die Mehrheit der Wahlmänner. Und die auch erst nach einem 36 Tage langen Streit über das Ergebnis in Florida. Mit Nachzählungen, bis schließlich der oberste Gerichtshof die Nachzählungen beendete und im Ergebnis George W. Bush zum Präsidenten machte. Obwohl mindestens 250 Millionen Dollar in den Bush-Wahlkampf fließen, geben am Ende nur 537 Wählerstimmen den Ausschlag. Ein junger Politiker aus Illinois, noch ohne Amt auf nationaler Ebene, tritt für die Demokraten an. Barack Obama.
wie schon seit Kennedy immer wieder, seine Frau und seine Kinder sind dabei. Our journey may be long, our work will be great, but we know in our hearts we are ready for change. We are ready to come together, and in this election we are ready to believe again. Thank you, Iowa. Mancher Zuhörer fühlt sich durch Obamas Tonfall im Wahlkampf an die afroamerikanische Kirche erinnert. Der republikanische Gegenkandidat, John McCain aus Arizona, Senator wie Obama, allerdings schon seit über 20 Jahren. Keiner der beiden Kandidaten hat als Präsident oder Vizepräsident Erfahrung gesammelt. Gestritten wird vor allem über McCains Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Sarah Palin. Denn ihr wird als Gouverneurin von Alaska Amtsmissbrauch und Verschwendung vorgeworfen. I welcome you to the first of the 2008 presidential debates. McCain gegen Obama.